Moin. In der letzten Folge hier Cabern Einzelsession und dann gleich Paket abholen und Gequatsche und dann ist ja tatsächlich was passiert. Mist. Kurzes Rumpel mit der Wuri, da waren wohl zwei Leute unartig. Und da musste er sich ja seine Sinn noch wegkaufen, die er übrig hatte von dem Granatendebakel. Jetzt hat er Minimalschulden. Es sind ja jetzt nicht gerade die Leute, die hart von ihm die Schulden eintreiben. Aber, naja, also zusätzlich zu dem Fakt, dass er irgendwann ein neues Sinn braucht und dass er ja irgendwann auch noch ein Motorrad braucht, wenn er in die Gang kommt, muss er jetzt noch Schulden abbezahlen. Und dann braucht er eigentlich irgendwann auch noch ein bisschen Zeit. Also, ne? Cabern, bei Cabern geht's bergauf. Und das wollte ich betonen, damit mir niemand vorwerfen kann, hey Trolli, bei dir, du machst einfach nur die Spieler fertig, das ist gar nicht okay von dir. Ich habe gezeigt, wie ich Cabern helfen kann, wie es jetzt bei ihm bergauf geht, deswegen habe ich auch Jojo ausgespart. Ich kann ja nicht an jeder Front nur Gutes tun. Ne? So. Viel Spaß und bleibt geil. So. Damit wir keine unartigen Zeitsprünge, also rückwärts machen müssen. Jojo. Könnte sein, dass dir in den nächsten Tagen mit deiner unmenschlichen Menschenkenntnis auffällt, dass es da Bonding Moments gab. Wobei ich nicht denke, dass du darauf Bezug nehmen möchtest. Sie wird das stillschweigend hinnehmen und auf gar keinen Fall jetzt anfangen, die Situation aufzudröseln, denn damit würde sie es nur kaputt machen. Das ist eine vernünftige Einstellung. In den nächsten... Achso, da ist ja erstmal Weihnachten. Ich sag mal, es ist weihnachtlich. Und es wird vielleicht zu Konsum kommen. Aber wie immer hält sich Jojo natürlich zurück. Jödi, schöne Party. Ein paar Tage später, nach Weihnachten, das ist der 27. wird auf jeden Fall mal Georgetta von ihrer Kollegin aufgesucht. Welche Kollegin? Die schwangere Mann. Also, was weiß ich, es hätte auch Paulina sein können oder im weiteren Sinne auch Anna. Ich weiß, aber ich will dich gern reduzieren auf den Bauch. Danke, das hast du geschafft. Gern geschehen. Das ist eine große Gabe meinerseits. Jojo tut irgendwas und guckt hoch, wenn da irgendwer steht. Hast du ein paar Minuten Zeit? Ja, setz dich. Gut, sie schließt die Tür und setzt sich. Etwas mit Anstrengung, denn sie ist immer 3-mal mehr schwanger als wie du. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, und zwar kenne ich das von Freunden und so ein Shit, dass so eine Stiefmutter ist ja immer scheiße. Ne? Aha. Und jetzt so. Dann habe ich ein bisschen die Matrix durchgesucht. Und das ist nur scheiße. Am Ende lande ich immer bei sowas wie TLR. Übrigens war das jetzt meine schlechte Umsetzung von RTL. Ah. Und so Scheiß. Und ich hätte einfach mal irgendwie, keine Ahnung, Erziehungsratgeber-Shit oder so. Habe ich nichts Gutes gefunden irgendwie. Und... besser als auch die einzige, wo ich da hingehen würde und das fragen würde. Immerhin hast du auch für Vlad den ganzen Kram rausgesucht. Was willst du jetzt genau? Keine Ahnung, irgendein Erziehungsratgeber von wegen Stiefkinder oder so. Ich weiß, dass es bei meinen Freundinnen immer eine übelste Katastrophe war. Ja, ich kann mal gucken. Ich gebe dir dann was, wenn ich was finde. Okay. Danke. Dann wird sie dich noch kurz müstern. Inwiefern? so wie man jemanden mustert, dem man was Unangenehmes gesagt hat und der 4 Worte dazu irgendwie, ne? Was sollte sie denn jetzt sagen? Nein, es geht nicht darum, was sie hätte machen sollen, und es geht nicht darum, dass ich das werte. Es geht darum, dass Menschen immer alles auf sich beziehen, nicht wahr? Hm. Vor allem, wenn ihnen was unangenehm ist. Dann wird die sich verziehen. Im selben Moment wird nochmal kurz der Schwede bei Cabern auftauchen. Cabern. Ja. Ich hab übel geil. Du kommst mal kurz mit, bitte. So, hier ist doch schön. Ja. Guck mal, ich hab dir ein Bier mitgebracht. Ein Morgenbier. Okay. Es ist so. Ich könnte jetzt geredet haben mit Anna und Furio, und die sind freiwillig bereit, dir ein paar Sachen abzunehmen, die in den nächsten 1-2 Tagen auf dich zukommen könnte. Ich bin in den nächsten 1-2 Tagen quasi nicht da. So. Okay. Und Jojo ist ja eine vernünftige Frau. Du kennst das Mädel aber auch schon, oder? Aber das kommt nicht immer ganz zur Geltung. Ah. So. Und die rennt gerade sehr viel rum und macht gerade irgendwas. Viele Dinge, um sich abzulenken. So. Jetzt ist das so, dass ihr Knie ja eigentlich schon hätte versteift werden müssen vor 10 Jahren oder so. Präventiv. Und weiteres. Und wie wär's denn so, da du ja jetzt in den nächsten 1, 2, 3 Tagen sowieso nichts zu tun hast quasi, weil die anderen beiden das quasi aufnehmen? Hm? Absorption, Osmose, semipermeable Membran, dass du einfach mal die Jojos Aggressionspotenzial aufnimmst, was sie hat, wenn jemand ein bisschen guckt, dass sie sich ein bisschen zurückhält einfach. Und so. Da, was willst du jetzt konkret von mir? Bejahende Lächeln an. Einfach, keine Ahnung, die übernimmt sich gerade hart. So. Das ist normal für sie, ja, dass sie das tut. Ja. So. Du wirst ja verstehen, dass Normalzustände innerhalb eines anormalen Rahmens mich dazu nicht dazu führen, dass ich bedenkliche Schritte einleite. Oha. So. Das ist vor. So, und dir das gerade zu sagen, du Lappen. Das ist der bedenkliche Schritt. So, du sollst ja jetzt auch nicht hinterherrennen und sagen, setz dich hin, mach dir erstmal Kamillentee, wollen wir nicht eine Runde Rommel spielen? Nein, aber ich sehe die einfach schon in Bradievo an einem Marathon teilnehmen, weil sie gerade sich bewegen muss. Naja, und wenn da jemand gut zuredet. Ihr einfach sagt, lass uns doch lieber eine Runde Rommel spielen. Verstehst du das Konzept? Ja. Aber ich weiß nicht, ob du Jojo verstehst. Ey, ganz ehrlich. Das wird verdammt schwierig. Ja, aber. Aber? Erstens ist es ja nun nicht so, als wäre so unvernünftig. Es kommt, wie gesagt, nur nicht immer zur Geltung. Und zweitens bist du ja nicht nur gescheit, sondern kennst Jojo lange. Und bist ja ein netter Dude. Wortgewandt, charismatisch, Freund der wortgewandt, charismatisch, witzig. Du musst echt verzweifelt sein. Das wirkt nur so. Ja, ich sprech mal mit ihr. Ja, warte mal kurz. Stell dir mal vor, da kommt jemand an und sagt, Setz dich mal hin, Rudi, halte dich mal ein bisschen zurück. Das Ding ist nämlich einfach, dass das ja auch schon hier immer ein paar andere machen. Die Reaktion darauf kannst du dir vorstellen. Wenn es so einfach wäre, hätte ich das ja auch gestern mal sagen können. Ich wohne ja jetzt hier länger, so. Aber, nö. Oha, oha. Du bist der Beste. Boah, danke, Cabern, das ist übel nett von dir. Ganz ehrlich. Ich versuch's. Aber ich kann dir nichts versprechen. Hier ist echt hart, was das angeht. Ich hätte mehr erwartet, aber das ist okay. Es ist eine Teilzusicherung. Wenn du mir einen komischen Typen vor mir stellst, der mit mir auf mich mit einer Schrotflinte schießt, kein Problem. Nimm mich hin. Aber das ist Jojo. Siehst du, das würde ich halt nicht hinnehmen. Ich stelle keinen Typen hin, der mit der Schrotflinte auf dich schießt. Nee, du gehst einen Schritt weiter. Du stellst mir Jojo in ihrem Zustand vor die Flinte. Ja, aber Jojo mag dich doch. Was bist du denn jetzt so? Ich dachte, ich frage einen Freund von ihr, aber wenn das nicht so ist, ich meine, okay. Doch schon. Oh. Ja, dann weiß ich überhaupt nicht, was dein scheiß Problem ist. Deswegen habe ich ja gesagt, ich mach's. Siehst du, ich wollte dir nur hier darauf hinweisen, dass was für ein Problem darstellt. Ja, Mann, das ist schon okay. Kennen wir schon. So, immer's los. Super. Hau rein. Ja, viel Spaß. Wo bist du eigentlich die ganzen Tage? Das ist eine Geheimmission, die ich dir offenbare, wenn ich zurück bin. Das heißt, du verpisst dich, weil du deine Frau nicht ertragen hast. Ich verstehe. So. Hey. Habe ich verstanden und überlässt den ganzen Kram. Wenn ich das bestätigen würde, dann... Ich kann das weder bestätigen noch irgendwie dementieren, aber ich muss mal weg. Ja, ist okay. Lass mich ruhig alleine. Tschö. Tschö. So, dann wird er rausgehen, dann wird er zu Noran und... Wer fährt immer noch mal mit in die Kolonie? Wer wäre da eigentlich dafür geeignet? Konstantin? In die Kolonie? Eigentlich die Alten, weil die Erfahrung haben, aber du kannst nicht nur die Alten hinschicken, deswegen würde ich sagen Noran. Ich glaube, das ist ganz gut, das Geschwader, die beiden. Also einer von den Alten, Noran, und dann der Schwede. Ja. Gut. Die haben auch Steuern zu bezahlen, ist mir heute mal aufgefallen. Ja. Jeder muss seine Steuern zahlen. Da schicken sie quasi jetzt einen Steuerberater hin. Nein, einen Steuerverhinter Sparer. Sehr schön. Wo ist denn Jojo gerade? In der Werkstatt wahrscheinlich. Sehr gut. In der Gang-eigenen. Ja, das hatte ich schon. Befürchtet. Was darf man denn so als hochschwangere Frau denn noch trinken außer Wasser? Also hochschwanger ist er noch nicht. Die ist 24. Woche von 40. Sag ja, hochschwanger in ihrem Zustand. Ja, stimmt. Auf die Körpergröße, Verhältnisse sind da so eine Sache. Da hast du recht. Ja. Normalerweise würde ich ja mit einem Bier vorbeikommen, aber... Ja, du hast ja noch eins in der Hand. Ja, das ist richtig. Egal. Ich tappe dann mal los in die Werkstatt. Ungefähr so schwanger ist sie jetzt. Ja, da sie aber nur im Normalstand die Hälfte von dieser Person ist. Yep. Bevor sie schwanger wurde, die Person da in diesem Bild. Ist das halt echt doof für dich. Eieieiei. Guten Morgen. Der Kopf geht aus einer Motorhaube raus. Sie hat einen Schraubenschlüssel in der Hand. Na, alles fit? Jo. Wie geht's dem Wurm? Frag ihn. Alles fit? Mein Kopf geht sonst in Richtung Bauch. Ey, lass das. Der ist immer noch taub, oder die? Nee, nicht taub, aber der redet nicht. Ja, schlimm. Dass sie nicht artikulieren können. Schlimm. Schlimm sowas. Sag ich. Hä? Ja, dass sie sich nicht artikulieren können. Ja. Die könnten so viel erzählen, bestimmt, was die schon alles erlebt haben. Wahrscheinlich nicht. Ah, weißt du's? Kann ich dir zur Hilfe gehen? Nee. Doch. Hä? Doch, bestimmt kann ich das. Hast du nichts zu tun, oder was? Hab ein Bier in der Hand. Ich könnte das Bier trinken. Zum Beispiel. Oder den Schuppen streichen. Den Schuppen streichen. Mitten im Winter. Was weiß ich, von innen. Wegen meiner könnte ich das auch tun, aber das bringt uns ja nicht weiter, nicht wahr? Dann langweilst du dich nicht mehr. Ich kann mich auch einfach mit meiner alten Freundin unterhalten. So, langweile ich mich auch nicht mehr. Was willst du eigentlich, du Affe? Sie hat ein bisschen gelacht, aber ja, die macht jetzt nebenbei wieder rum. Ja, das ist, wie gesagt, ich helfe ihr. Was das? Was soll denn der Blödsinn jetzt? Was denn? Du weißt ganz genau, dass ich nicht leiden kann, wenn man mir in meine Arbeit reinfuscht. Hab ich doch gar nicht gemacht. War gar nicht gefuscht. Hinterher muss ich alles wieder auseinanderschrauben, weil du wieder Scheiße baust. Was? Die Schraube ist fest, die kriegst du nicht wieder los so schnell. Das ist die falsche Schraube. Sag jetzt nicht, dass du das Gewinde kaputt gemacht hast. Nee, die falsche Schraube ist das nicht. Die gehört dahin. Doch, das ist die falsche Schraube. Nie? Cabern! Ich mach sie wieder los. Es ist anstrengend. Siehst du? Ich passe da perfekt drauf. Hast du dir jetzt mal das Gewinde angeguckt? Ja, und es passt, wie du siehst. Ja, jetzt! Siehst du? Das ist die richtige Schraube. Das war aber nicht dafür gedacht, Mann. Ich passe da perfekt drauf. Nee. Jetzt guck nicht so böse. Wir haben doch noch mehr. Die liegen da hinten in der Kiste. Ich hätte dir einfach mit Mischa zusammen den Kurs geben sollen, glaube ich. Du könntest ihn jetzt ja wiederholen, wir sind ja gerade dabei. Nee. Warum denn nicht? Weil das irgendwann jemand anders mit dir macht, der nicht so nett ist wie ich. Seit wann bist du denn nett? Bin immer nett. Ach. Sehe ich nichts von. So. Sagt sie, während sie die Verschalung abhebt. Eine Verschalung ist nicht schwer, ne? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, nur so ein Plastikding. Das weiß ich. Sie macht irgendwas. Ich wollte nur sagen, was sie tut. Ja, Cabern besorgte übrigens eine neue Schraube. Ist das die richtige? Ja. Siehste, geht doch. Und schon wieder habe ich was gelernt. Siehste, deswegen mache ich das mit dir. Soll ich dir noch weiter auf den Sack gehen? Was? Soll ich dir noch weiter auf den Sack gehen? Eigentlich nicht. Hab ich mir gedacht. Er nimmt dir den Schraubenschlüssel aus der Hand. Ey, lass das. Ja, so ungefähr. Das wollte ich dir auch gesagt haben. Was willst du von mir? Gib mir das Ding wieder. Nope. Das kriegst du gleich wieder. Ja, was denn? Also, du hast nichts zu tun und lenkst dich ab, weil du dir Sorgen machst über Würmchen und so weiter und so fort. Hamann, ich hau dir gleich eine rein. Also gib mir jetzt den Schlüssel zurück. Aber das ist genauso, ich halte ihn, ne, einmal so zu ihr hin, dann wieder weg. Das ist aber genauso neben Dingsbums hier. Du verfickter Prospect, gibst mir jetzt den scheiß Schraubenschlüssel zurück und machst dich an deine verdammte Arbeit. Der Prospect wird das gleich tun, der Freund vor dir macht das jetzt noch nicht. So, du übertreibst es nämlich ein bisschen. Und deswegen habe ich die Pflicht, als Freund und als Prospect auf dich aufzupassen. So, hier hast du den Schlüssel wieder. Besten Dank und jetzt verpiss dich. Mach ich gleich. Ich wollte ja nur, dass du dir das vom Herzen nimmst, dass du ein bisschen auf dich aufpassen sollst. Nun geht die mir weiter auf den Sack. Das ist so toll. Manchmal kannst du nicht böse gucken. So, und dann geht Schraubenschlüssel entgegen. Na siehste, das ist die alte Jojo. Mit der Kraft eines toten Schmetterlings. Ja, deswegen bin ich auch nicht ausgewichen. Das ist ja völlig in Ordnung. Ist ja alles easy. Das quittiert ja einfach nur mit einem Grinsen. Siehste, so mag ich dich. Verdammt, sie ist vernünftig genug, den Schraubenschlüssel nicht mit Magie zu beschleunigen. Aber das wäre jetzt auch... Du siehst ganz kurz, dass sie es überlegt. Du siehst es. Ich sag mal, ihr Gesicht könnte ja schon kurz ein bisschen anlaufen. Ja. Metallisch meine ich natürlich. Ja, gut. Überanstreng dich nicht. Sonst komme ich wieder und gehe dir wieder auf den Sack. So, jetzt mache ich meine Prospect-Arbeiten. Sonst kriege ich mich gleich wieder auf den Sack. Und dann gehe ich. Da kann natürlich von mir wirklich erwarten, dass ich sie zusammenhalten kriege. Und dass sie das mitkriegt. Nein, das erwartet ihr doch auch gar nicht. Ihr hat ja jetzt auch nicht erwartet, dass du direkt zu ihr hinrennst, sondern nur, dass du guckst, dass sie jetzt nicht irgendwas macht, was halt total bescheuert ist. Das mache ich. Da siehst du das. Ja, die würde jetzt schon sagen, wenn sie was Dummes macht. Die wird ja noch kurz eine Weile mit dem Auto beschäftigt sein und so. Die nimmt das in die Hand. Die kann das doch. Ja, wenn die sich nicht irgendwann, wenn die Zeit zu lange ist, dann bin ich so fies und bringe ihr eine Wärmdecke. Also in der Werkstatt ist es tatsächlich scheiße kalt, stimmt. Ja. Dann bringe ich ihr ein Stühlchen, eine Wärmdecke. Und zur Not, das ist jetzt aber wirklich nur zur aller Not, gucke ich, ob ich sie anpacken kann, um sie hochzusetzen und sie da reinzusetzen. Pause machen. Das mit dem Anpacken meiner Haut, dein Menschenkenntnisverstand sagt dir, dass das, also Vorsicht, das ist nicht gut ist, ich weiß. Deswegen sage ich unter Umständen, also unter den bösesten Umständen. Also sagen wir es mal so, normalerweise ist das kein Problem. Ich muss jetzt ein paar Erklärungen abliefern, denn ich wurde ja durchaus ein bisschen instruiert, so ist das ja nicht. Und du hast es vorgeschlagen, von wegen instruiert. Was heißt vorgeschlagen? Alles klar, AFK. Da menstruiert sie nicht mehr, weil sie schwanger ist und wird sie instruieren. Na toll. Nein. Das schneiden wir alles raus. Nein, also normalerweise, also diese Sache mit nicht anpacken und sowas ist in der Gang, das hast du ja auch mitgekriegt, du wohnst ja jetzt schon da, normalerweise eigentlich kein Problem mehr. Aber die hat's... Wobei du dazu sagen solltest, in der Gang, sobald dann ein Hangaround ist, den sie auch gut kennt von früher oder so und der die anpackt, der ist vermutlich schon direkt... Nee, so schlimm ist es nicht. Echt? Nicht mehr? Insane. Nee, also wenn ihr die Leute kennt, oder wenn die gut kennt, dann ist das okay, dann ist der das auch egal, sag ich mal. Die würde jetzt dem nicht um den Hals fallen, aber wenn er die dann nur mal anpackt oder was weiß ich, oder ihr mal kurz die Hand auf die Schulter legt oder so, ist das jetzt, oder ihr auf die Schulter pappt oder pappt oder so. Ich dachte so in Richtung Umarmung oder so. Macht sie nicht gerne dann, aber tut sie. Also es ist jetzt... nichts, was sie jetzt noch aus der Fassung... Wenn sie die Leute gar nicht kennt, also wenn sie die Leute nicht kennt, dann ist das überhaupt keine Option. Also da... Wenn sie die schon lange kennt, ist das okay. Auch kein bitchiges Küsschen links, rechts, wie sonst. Nee, um Gottes Willen. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie eigentlich die meiste Zeit relativ entspannt ist. Oder was heißt die meiste Zeit? Aber doch, die ist eigentlich relativ oft relativ entspannt und war auch eigentlich verhältnismäßig vernünftig. Die hat aber zwischendurch immer mal wieder, es ist mal ein Tag, sind mal nur ein paar Stunden oder was weiß ich, aber die hat immer mal wieder Phasen, wo die nicht zurechtkommt. Das hast du wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. Meistens ist es dann aber der Fall, dass sie sich zurückzieht. Also normalerweise ist die dann, will die dann ihre Ruhe haben und dann will sie auch eigentlich, hat sie dann eigentlich auch nicht wirklich viel Bock auf Gesellschaft oder irgendwas anderes. Also die regelt das dann so für sich alleine. Regelhaft. So zwischendurch, zumindest jetzt ist es so, dass sie dann auch mal, was weiß ich, keine Ahnung, also so mit vereinzelten Leuten hat sie dann zu tun, aber normalerweise so von einem großen Trubel hält sie sich dann raus. Wie gesagt, das kann mal für ein paar Stunden sein, das kann auch mal für 1-2 Tage sein, irgendwie, das merkt man ihr dann aber auch an. Nur so als Erklärung. Aber die meiste Zeit ist sie eigentlich recht entspannt und jojoig. Ja, das ist ja in Ordnung. Gerade nicht. Das habe ich mir gedacht, deswegen gehe ich jetzt auf den Sack. Das ist so quasi, ne, wenn es dir scheiße geht, dann muss man dann nochmal vorbeikommen und dich dazu bringen, dass du Pause machst. Und dir auf den Sack gehen. Deswegen, so. Ne? Was war das letzte? Ach ja, du kommst mit einer Heizdecke und einem Stuhl. Genau. Und, ja, gut, wenn ich gerade irgendwas. Ja, dann kriegst du die Heizdecke drum. So, Pupp. Was soll das denn? Bist du bescheuert? Hier ist kalt. Du arbeitest die ganze Zeit. Im Wind. Ich hab einen Pulli an. Und ja, hier ist kein Wind, hier ist eine Werkstatt, die Türen sind zu. Jetzt ist es trotzdem arschkalt. Guck mal auf deinen Kommi. Ja, und? Siehst du? Zeit für Pause. Cabern, bist du total bescheuert? Manchmal. Den Eindruck habe ich auch. Siehst du? Deswegen verstehen wir uns so gut. Ja, gerade offensichtlich nicht. Ich weiß, dass du alleine sein willst und dich ablenken willst, aber übertreib's nicht. Mach ich doch nicht, Mann. Lass mich doch einfach in Ruhe. Nee, das Thema hatten wir ja schon. Ich verbringe die meiste Zeit gerne. Ich verbringe die Großteil der Zeit verbringe ich gerne Zeit mit dir, aber gerade nicht. Gerade will ich einfach meine Ruhe haben. Gerade will ich machen, was ich hier gerade tue und nicht die ganze Zeit von irgendwem genervt werden. Bitte, lass mich einfach in Ruhe. Bitte. Ich will niemanden, der mir irgendeine Scheiße um die Schultern schmeißt. Ich will niemanden, der mir irgendwelche Stühle vor die Füße schmeißt. Ich will einfach alleine sein. Bist du aber nicht. Also nicht, weil ich hier bin, sondern moi. Er zeigt auf deinen Bauch. Und wenn ich dir jetzt schon auf den Sack gehe, das wird noch kommen. Aber das ist völlig normal. Das gehört dazu. Ich möchte kurz die Hintergrundgeräusche einblenden. Nein, 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 nein! Sehr schön. Dann lass mir doch die kurze Zeit, die mir noch bleibt, meine Ruhe zu haben. Und kümmere dich um die Schreihälse da draußen. Das mache ich gleich wieder. Und ich male mich gleich wieder an. So ein Kack. Aber also wie gesagt, das ist ganz normal und... Was ist normal? Was willst du überhaupt von mir? Du bist ganz verdammt nochmal normal. Also schatte dich nicht ab. Hä? Es ist völlig normal, dass man sich Gedanken und Sorgen und hast nicht gesehen, so einen Scheiß macht. Verkammern, ich mach mir keine Sorgen um... Ja? Da mache ich mir keine Sorgen drüber, verdammt nochmal. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern? Worüber machst du dir dann Sorgen? Das geht dich nichts an, ich mache mir keine Sorgen. Lass mich bitte einfach zufrieden. Ich ertrage deine Nähe gerade nicht, verstehst du das? Ich will meine Ruhe haben. Es ist anstrengend, Leute um mich herum zu haben und ich will gerade keine Anstrengung. Bitte. Ich stehe auf, gehe an die vorbei. Und dann halt nochmal zum zweiten Blick. Es ist nur anstrengend, wenn du irgendwas vorspielen möchtest. Wenn du einfach so bist, wie du solltest. Dann zwing mich nicht dazu, das zu tun. Ist aber scheiße, wenn du das tust. Das ist auch nicht gut für dich. Dir selber und uns was vorspielen. Ich spiele niemandem was vor, Cabern. Sonst wäre das doch nicht so anstrengend für dich. Was spiele ich denn vor? Was willst du denn, was ich tue? Keine Ahnung, was mit dir los ist. Wenn ich's wüsste, würde ich es irgendwie sagen, aber ich bin nicht so gut in dem Scheiß. Ich verlange doch, das ist doch nichts, was damit zu tun hat, dass ich dir jetzt sage, du musst erraten, was los ist. Ich sag dir, was los ist. Ich sag, dass ich einfach meine Ruhe haben will. Das ist alles. Ich erwarte nicht von dir, dass du mir am Gesicht erkennst, dass ich gerade einen heißen Kakao will. Und nein, ich will keinen. Aber das will ich doch alles gar nicht. Ich will das alles nicht. Ich will einfach meine Ruhe haben. Das ist alles, was ich will. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute um mich herumrennen. Ich will nicht angetatscht werden. Ich will nicht, dass irgendwelche Leute Türen aufreißen. Ich will einfach meine Ruhe haben. Einfach nur meine Ruhe. Ich habe einfach keine besonders gute Laune, verstehst du das? Ist völlig okay. Das ist gut. Das mache ich dir ja auch nicht zum Vorwurf. Was machst du mir dann zum Vorwurf, dass ich meine Ruhe habe? Nichts, ich mache mir verdammte Sorgen um dich. Du musst dir keine Sorgen machen, Cabern. Du rennst hier rum wie ein Geist, überlastest dich und lenkst dich ab mit irgendeinem Scheiß. Ich renne hier nicht rum wie ein Geist. Na doch, teilweise schon. So ein Quatsch, Cabern. Das ist völliger Blödsinn. Ich habe gestern mit euch allen noch in dem scheiß Raum gesessen und wir hatten eine Menge Spaß. Heute aber einfach nicht. Heute nicht. Heute will ich nicht in diesem Raum sitzen. Verstehst du das? Heute will ich das einfach nicht. Heute kann ich das nicht. Vielleicht solltest du darüber mal nachdenken, warum du das nicht kannst. Das musst du mir nicht mal sagen. Das hat mich nicht zu interessieren, aber... Ich weiß, warum ich das nicht kann, Cabern. Ich weiß das sehr gut. Okay. Und das habe ich dir vorhin auch gesagt, weil ich es gerade nicht ertrage. Weil ich das jetzt nicht will. Weil ich nicht will, dass irgendwelche Leute um mich herumrennen, weil ich nicht will, dass mich irgendwelche Leute antatschen und weil ich nicht will, dass um mich herum Geschrei ist und dass um mich herum alles Mögliche ist. Und ich will nicht, dass irgendwelche Leute die ganze Zeit was von mir wollen und ich will nicht, dass irgendwelche Türen aufgerissen werden und ich will einfach meine Ruhe haben. Was ich will einfach nicht genervt werden. Was für Türen? Einfach irgendwelche Türen. Das war jetzt nur ein Beispiel. Häng mich doch nicht so daran auf. Aber treib's nicht mit dem Krams. Mach ich nicht. Dann patscht er dir nochmal auf die Schulter und dann... Das will die nicht. Da zuckt sie zusammen, wenn du das tust. Ja, das ist okay. Das wird er dann ja merken, dass sie zusammenzuckt. Ja. Und dann geht er raus. Ja. Und kümmert sich darum, dass die Lagen woanders schreien. Sodass die ein bisschen mehr Ruhe hat. Jetzt warte mal, die war ja nur kurz da. Die sind ja dann eh nicht in dem Gemeinschaftsdingensraum, weil... Da wurde ja zum Beispiel gequarzt wie sonst was. Da sind Tittenbilder gerne im Austausch, öffentlich, für jeden ersichtlich. Auch mal ein schnuckiger Porno auf dem Tritt und so. Ja, ist ja nicht hundertprozentig. Vielleicht kriegt auch mal ein Hangaround aufs Maul. Die sind da nicht ganz so oft. Das ist ja gut. Sie ist ja auch nicht im Untergrund. Sie ist ja in der Werkstatt. Ja, aber der Kindertrakt ist ja bewusst etwas also nicht direkt weiter weg, aber das ist ja ein Trakt, der jetzt auch schallisoliert wird. Das ist gut. Da musst du dir keine Sorgen machen. Natürlich, die anderen sind da und haben Spaß, die sind nicht überlaut am Rumplägen, aber sag mal, die sind halt in fröhlicher Stimmung. Es ist nach Weihnachten, bald ist Silvester, ich meine, da kann man sich doch mal freuen. Gut. Das ist schön. Ja. Ja. Irgendwann siehst du Jojo weggehen. Wohin weggehen? Zu ihrem Auto nehme ich an. Den Motorradfahren ist vielleicht ein bisschen nicht so gut. Zu ihrem Auto. Hinhumpeln. Also, ich rede auf jeden Fall mal kurz nebenbei, wo du hin willst, Jojo, danke. Was? Die will nach Donskoy. Also, okay, geht auch. Aber die hat auch irgendwem Bescheid gesagt auf dem Hof, also so ist es nicht. Die Frage ja, ist damit klanglos. Weißt du, wem es Bescheid gesagt hat? Timbo. Das kann sein. Alter, der Name. Ich denke immer an dieses scheiß Warzenschwein aus fucking König der Löwen. Timbo. Das heißt aber anders. Ich weiß, aber ich denke trotzdem immer dran. Das ist der linke oder der rechte Zwilling? Zwilling? Ich glaube, von links nach rechts ist das immer gegangen. Bei den Bildbeschriftungen. Ach so, ja. Lars ist der Bruder von Timbo. Ja. Das sind zweieiige Zwillinge. Genau. Zu finden in dem hervorragenden Gangdokument. Ja, irgendwann kommt die auch wieder, aber das dauert. Das ist schon recht spät, nehme ich an. Und dann geht die auch direkt in ihr Zimmer. Hm. Ich war kurz überlegen, ob ich Timbo frage, wo sie denn hin wollte, so rein aus Interesse, aber ich glaube, dann hätte ich direkt erstmal einen Prospekt auf die Stelle gekriegt. Timbo ist eigentlich ziemlich nett. Echt? Okay, dann habe ich ihn gefragt, wo sie hin will. Wo die hin ist, die will gerade an Donskoy in ihr Dings da, das hat sie dann mit dir zusammen, das Ding. Hm. Da, wo ihr eure kinky Kostüme habt. Jupp. Yep. Also, wenn du irgendwas von ihr willst, musst du auf jeden Fall anrufen, die braucht bestimmt das ein paar Stunden oder so. Naja, ich weiß. Nee, wenn ich da anrufe, gibt's nur Stress. Wieso das denn? Hast du Scheiße gebaut? Ich habe mit ihr nur gequatscht, keine Sorge. War ein erfolgreiches Gespräch. Was man nicht alles so machen muss. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wieso? Das war eigentlich der Entschlusssatz, mit dem ich mich verabschieden muss. Aha. Meinst du nicht auch? Ich habe noch so viel zu tun als Prospect. Wenn das was ist, ich meine, was ihr beiden miteinander irgendwie zu quatschen habt, muss mich nicht zwingend was angehen, wenn du das denkst, das ist okay. So wegen meiner Wissen, ich mache mir halt ein bisschen Sorgen um sie. Aber sonst, das Übliche halt. Naja, was ist denn das Übliche? So, also ich meine, du musst dir da nicht permanent Sorgen um die machen. Was ist denn mit dir, Alter? Stehst du auf die? Nee, die ist ganz gut zufrieden mit, ganz gut bedient mit dem, was sie hat. Ja, warte mal kurz, das war aber nicht meine Frage. Das ist einfach... Als würde ich dich fragen, Mann. Willst du einen Apfelschnaps? Und dann sagst du, ach du, weißt du, der Typ, der gerade den letzten trinkt, der Apfelschnaps verdient den Typen schon auch. Knalltüte, nein. Wie bitte? Reicht dir die Antwort, nein. Liegestütze, oberkörperfrei, ohne Schuhe auf dem Kies. Danke. Ja, bitte. Aber reicht dir die Antwort? Sag ich, während ich dann halt, ne, oberkörperfrei und so. Hättest du den Zusatz nicht gebracht, wäre alles okay gewesen, ja? Wie gesagt, dachte, mein Gott, man wird ja wohl mal einen Spaß machen dürfen, Alter. Also ich meine, ich darf einen machen. Ich wollte es auch gerade gesagt haben. Guck ihn halt mal. Aber das musst du doch langsam, Alter, du bist ja einfach, keine Ahnung, 4, 5 Monate und du hast es noch nicht begriffen, Alter. Was ist denn da los? Ich meine jetzt mal im Ernst. Man muss auch mal eine Marotte haben, die halt witzig ist. Das sehe ich sowas von ein. Ich finde das übel witzig, wenn Mischa da seine Scheiße faltet. Aber das ist ja nicht witzig, was du machst. Also, es ist ja irgendeinem Punkt ist es ja okay, aber halt nur bei uns. Und wenn du es schon bei uns mal nicht lernst, ja, dann kann man sich natürlich nicht drauf verlassen, dass du das irgendwann an der richtigen Stelle mal begriffen hast, verstehst du? Ja doch, also bei den richtigen Leuten. Ja, aber das... Dann grinst ich dir nochmal an. Ja, woher soll ich denn wissen, dass du das da verstanden hast? Du zeigst ja nie, dass du das kannst. Verstehst du das? Das ist wie wenn ich dir sage, ja, bei den richtigen Leuten, da könnte ich meine Waffe ziehen, bereit machen und 5 Schüsse in den Kopf meines Gegners versenken in einer Sekunde. Kann ich dir jetzt aber nur bei den richtigen Leuten zeigen, da wäre das kein Problem. Bei so normalen Dudes muss ich ja nicht. Ja, auch Munitionsverschwendung, die meisten sind nach einer tot. Verstehst du, was ich dir sagen will, Frischling? Ja, ja. Aha. Der Kies ist übrigens ziemlich kalt. Ach so, ja, warte mal. Das, Ich wärme dir den Rücken, er setzt sich drauf. Sehr freundlich von dir. Danke. Letztes Mal war es aber leichter, oder? Jo, das ist meine Muskelmasse. Ah, nicht schlecht. Respekt. Ja. Ja, du wirst dann noch ein bisschen da mit dem dich körperlich ertüchtigen, bis du schön durchgeschwitzt wird, sodass es wirklich kalt wird. Und dann lässt er dich auch frei. Jojo! Was machst du eigentlich gerade in der Werkstatt? Na, die hat doch noch irgendwie sich mit Plänen für ein neues Projekt verlustiert und da muss sie ja irgendwann mal anfangen, da was zu machen. Materialtests zu Beginn. Okay, ja, du holst dir ja unterwegs noch irgendwas aus Mustafa Sheikh. Und zwar... Warte mal kurz. Gurken mit Tomaten. Oh, nee. Und Nutella. Also nicht den Klischee-Schwangerschaftsgraben. Was holt man sich denn? Was holt ihr sich immer auf dem Weg? Die braucht noch... Die braucht was zu trinken und die braucht wahrscheinlich, weil sie nichts da hat, auch irgendwas, was sie zwischendurch essen kann, denn sie ist ja vernünftig. Ja, okay, siehst du, easy. Gut, du bist an der Kasse, du gehst raus, kommt so ein junges, hippes Girl mit dem neuesten Shit, den Horizon aus der Kleidermaschine wirft. Jetzt müsste ich nochmal ganz kurz was recherchieren. Was du nicht mehr tragen kannst, weil du dick bist. Du hast einfach keine Namen für deine Aliasse. Doch, Flora. Nice. Das passt auch noch so gut. Flora, die Hipster-Studenten-Bitch, damit ich dir das kurz eröffnen kann, ja? Alles klar. Boah, du bist Flora? Jojo ist, sie weiß dann, wovon sie redet. Ich liebe dein Blockout-Game, den wirst du dir vermutlich irgendwo rauskopiert und durch einen Translator laufen lassen, weil du den dann vielleicht, ne, so. Alter, der letzte zu dem Brandon Task-Ding, der war so meta, Alter. Ja, ich habe jetzt trotzdem keine Zeit. Boah, kann ich vielleicht ein Selfie mit dir kriegen? Nein. Oh, bitte, bitte, bitte. Nein, und jetzt lass mich bitte in Ruhe. Vielleicht mal irgendwann anders? Wenn wir uns irgendwann anders nochmal über den Weg laufen, vielleicht. Ich werde dich auf jeden Fall liken, abonnieren, favorisieren. Warte, ich hab's gleich wieder. Und warum hast du eigentlich kein Patreon? Dann könnte ich dich unterstützen. Ich finde das nämlich total super, was du machst. Oh mein Gott. Und ich möchte den kleinen Content-Producern helfen. Alter, geht ja wieder gar nicht gerade. So, und dann sagt ihr also noch, die Frau, die Kleidung des 10. größten Megakonzerns trägt. Ich finde nämlich immer so Sachen, die nicht so normiert und frei von fremden Einflüssen sind, total geil. So, ich bin wieder bereit. Das war mein persönlicher Agaphon. Vielen Dank. Ich weine ein bisschen. Sehr schön. Scheiße, ich habe Agaphon gesagt, ne? Ich fürchte, das war ein erweitertes Lachen. Ich krieg keine Luft mehr. Ja, warte mal. Hast du nicht immer diesen wunderbaren Satz gern für Frauen, also zur Verfügung gestellt, dass Männer den Frauen sagen, erst schlucken, dann atmen? Ich hab mich nicht verschluckt. Also. Also sie fragt dich nach einem Selfie und das, was danach kam. Kriegt sie nicht. Gut, dann ist sie sehr traurig, aber auch sehr erfreut. Und sie wird sofort in den sozialen Netzwerken schreiben, dass sie die getroffen hat mit den geilen Blocks. Jo. Und natürlich noch den Ort verlinken, denn das hier hört sich so. Und die Uhrzeit und ein Bild. Ich hoffe, sie ist weit genug weg. Wofür? Von ihrer Werkstatt. Naja, ich denke schon. Okay. Kommt vor allem, wenn dir das einfällt, meinetwegen in Bradievo. Das passt schon. Ja, und dann verzieht sie sich so schnell, wie sie kann. Möchtest du noch ihren Namen erfahren? Sie wird ihn wahrscheinlich sowieso gesagt haben. Sie hat ihren Namen nicht gesagt, aber ich meine, sie ist ja niemand, der verbirgt, wer sie ist. Kira. Und jetzt, wo sie einen Namen hat. Kann ich sie immer noch umbringen, wenn ich will. That escalated quickly. Ich bringe sie nicht um, keine Sorge. Jojo sieht noch keinen Grund dafür. Man weiß ja nie. Gut, du machst ein paar Materialtests und dann wirst du irgendwann zurückkommen. Sehr gut. Ja, dann gehe ich auf mein Zimmer und dann ist gut. Immer dieser Stress mit dir. Dass du einfach nicht auf dich aufpassen kannst. Ich werde den restlichen Tag... Kann sie doch, ist doch nichts passiert. Ich werde den restlichen Tag quasi meinen beiden Yogis mithelfen, irgendeinen Schatz durchzuziehen. Ja. Nachdem ich mich dann nach dem körperlichen Ertüchtigung geduscht habe. Ja. Also was macht mich sonst krank. um so ein kurzes Update zu geben... Anna stellt sich immer wieder mal als ein bisschen zu weich raus. Ich meine, sie ist ja also noch nicht so lange dabei, ne? Aber das ist so die Tendenz bisher. Und Furio, ich sag mal, bei Furio ist es halt so, du musst immer so ein bisschen aufpassen, weil der ist recht ruhig, der ist okay, der macht, was man ihm sagt, das ist alles in Ordnung. Aber wenn der immer wütend wird... Dann, ich sag mal, also feuriger als Don Julio Jesus. Ui. Bloß mit mehr Fäusten. Also 3 offensichtlich. Ja, aber der scheint. In ihm sieht man das Blut des zukünftigen Enforcers wallen. Läuft bei ihm. Dann würde ich sogar mit ihm quasi zwischendurch mal boxen quasi, aber Sparring treiben. Es ist prinzipiell okay, wobei ich halt immer noch denke, dass es für dich besser ist, wenn du das mit einem Ork machst. Einfach weil du halt... Du, als Ork beginnst du halt mit einer Stärke, die ist halt das, was der Mensch im Normalfall hat. Und du weißt, was ich meine. Ja, okay. Du kannst so ein bisschen mit ihm, du kannst ein bisschen was mit ihm machen, aber du musst dich halt dann immer ein Stück zurückhalten. Ja, beim Techniken geht's halt alles noch. Ja, es geht halt nur um Techniken. Jetzt auch nichts, was er direkt beherrscht, sondern halt Masse mal Beschleunigung. Ja. Aber der erfolgreiche Straßenschläger ist ja durchaus in seiner Technik gut. Das stimmt. Gut, was macht du noch so die nächsten Tage? Ich sag mal, die nächsten 2-3 Tage werden bei Jojo ungefähr so ähnlich laufen. Wie der heutige. Delicious. Ich werde ihm wohl 1 oder 2 Mal auf den Sack gehen müssen. Also ich sag's mal so, wenn du das wieder tust oder mehrfach tust, dann wird sie einfach morgens schon Bescheid sagen, dass sie jetzt weg ist und wird dann einfach weg sein. Ja. Damit ihr niemand mehr auf den Sack gehen kann. Und für die Werkstatt hast du keinen Schlüssel. Nicht? Verdammt. Ich meine, ein paar der Gänger haben einen, aber du nicht. Für die Gangwerkstatt? Nein. Für ihre. Wieso haben die Gänger da einen Schlüssel? Weil 1 oder 2 Leute da Notfallzugang haben, wenn irgendwas mal sein sollte, natürlich. Einer vielleicht. Ja gut, einer. Vlad wird wahrscheinlich einen haben. Vlad nicht, nein. Ja, oder irgendwer anders. Odesu vielleicht. Such dir einen aus. Das ist dein Ding, den du dann wahrscheinlich der Koreaner. Dann hat der Notfallschlüssel. Bei dem ist, glaube ich, die Gefahr am geringsten. Dass er dann sagt, oh, warte, den hatte ich doch in der Tasche. Nee, warte, das ist jetzt die andere Hose, aber die ist in der Wäsche. Genau. Ja. Es ist auch nur ein Zugangscode, aber das ist ja völlig egal. Ach so. Naja, gut, okay. Es ist nur ein Maxschloss da. Ja, deswegen kannst du trotzdem eine Karte haben oder einen Zugangscode ohne Karte. Ja, beides. Die wird wahrscheinlich beides haben. Ich könnte mich daran üben, das Ding zu knacken. Ich sag mal, wenn der Alarm auslöst, weißt du noch, von wem das Ding bewacht wird, ne? Ja, von uns. Nein. Nicht? Nein. Eine Wuri? Ja. Ich hab das den Space hat Jojo bei Fedor klar gemacht. Die stehen da nicht vor der Tür unbedingt, aber wenn Alarm ist, vielleicht schon. Ei. Also würde ich dir empfehlen, an einem anderen Schloss zu üben. An denen würde ich dann wahrscheinlich eher nicht üben wollen. 1 oder 2 tote Wuri reichen mir am Abend. Ja, und bei denen war das ja ganz zufälliger und günstigerweise nicht irgendwie zurückzuführen. Dort könnte es anders sein. Ja. Yeah. So mit dem rauchenden Gold. Quasi. Und den Kameras. Eben. Na juti, dann werde ich sie halt nicht so soll belästigen. Ärgerlich. Ja, abends ist sie schon wieder da, so ist es nicht. Nicht gut. Gut. Nach ein paar Tagen wird die sich ja eh wieder einigermaßen einkriegen. Ja. So nach so 2, 3, 4 Tagen kriegt die sich... Also so nach 2 Tagen wird's auch schon wieder besser und dann irgendwann ist er wieder gut. Und dann irgendwann ist Silvester. Gut. So, wie weit gehen wir denn jetzt nach vorn? Eigentlich können wir richtig weit nach vorne, oder? Theoretisch. Hat sich mein Freund gemeldet? Ah ja, der hat sich gemeldet und das geht klar. Die werden sich in Zukunft ein bisschen zurückhalten und dich nicht mehr so fies sein, dich bei dem richtigen Namen nennen. Das war total nett. Nö. So, wenn wir jetzt richtig weit nach vorne gehen, dann ist natürlich als erstes im Februar der Wurf. Ich sag mal so. Der Prozess, beziehungsweise danach, wenn Jojo der Mutter ansichtig wird. Scheiße, dann sieht das meistens gar nicht so schlimm aus. Ich meine, die ist schon natürlich körperlich völlig ausgezehrt. Aber glücklich. Danach wird es im Ganghaus laut. Und wird er sehr fuchsig und schnell. Na? Und irgendwann in April hat Cabern Geburtstag. Jojo, schenkst du ihm irgendwas? Sie schenkt ihm bestimmt was, aber ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht, weil wir jetzt sehr schnell sehr weit vorgesprungen sind. Das mag sein. Also, Cabern, du bekommst von der Gang zum einen, das ist ein Wanderpokal, den schenkt man jedem Gänger zum Geburtstag. Das heißt, du wirst den auch nicht besonders lange besitzen. Ich habe jetzt nicht genau geguckt, wann der nächste Geburtstag hat, weil ich das überhaupt nicht aufgeschrieben habe. Aber es ist natürlich ein Dildo, um genau zu sein, ein Inferno-Dildo. Das ist übrigens Nios neue eigene Wanderpokal in Ciofrino, die machen sowas nicht mit. Auf jeden Fall, des Weiteren bekommst du die schönste Gummipuppe, die es gibt. Ich sag mal, je nachdem wie fies Jojo war, könnte das Gesicht von Destiny drauf sein oder nicht. Aber selbstverständlich. Natürlich ist er das nicht. Also, man kann ja alles mit allem bedrucken lassen und die Bilder von Destiny sind natürlich auch in der Matrix. Also bekommst du eine wunderschöne Puppe von Destiny. Ich sag mal, es ist halt wie im echten Leben. Man muss ja nicht unbedingt ins Gesicht gucken. So. Sind die mittlerweile gefühlsecht und hast nicht gesehen? So mit allem dran und dran? Ja, die sind schon deutlich besser. Ja, ja. Das ist nicht das echte Erlebnis. Aber es quietscht nicht. Wenn du ungefähr. Und das ist natürlich von der Konsistenz her dürfte das ähnlich sein. So. Des Weiteren natürlich Schnaps und so weiter. Und schöne, kleines Feierchen. So. Der große Deal, den ihr mit der Wuri St. Petersburg habt, läuft aus und wird nicht erneuert. Gründe werden euch nicht direkt mitgeteilt. Das ist ein finanzieller Einschnitt, der nicht ganz ohne ist übrigens. Also, das war schon ein sehr dicker Brocken, denn wenn es sich lohnt, von St. Petersburg Waffen zu euch runterzukarren, kannst du dir vorstellen, dass die entweder von Qualität oder von Quantität in entsprechender Ausführung da waren. Man könnte jetzt vermuten, dass das damit zu tun hat, dass vielleicht die Wuri in St. Petersburg und die Wuri hier sich nicht mehr so gut verstehen, weil die ja da maßgeblich mit drin hingen, dass das noch funktioniert. Oder vielleicht die nicht mehr hier das Vertrauen zu euch haben, dass das noch gut weiter funktioniert. Aber das ist ja erstmal gar nicht so schlimm. Also außer dieser finanzielle Einschnitt, der ist schon schlimm. Und natürlich bedingt das dann auch so ein bisschen nicht direkt im ersten Moment Machtverlust. Für euch als Gemeinschaft könnte aber natürlich, ne, so, es ist jetzt halt, naja, müssen die ja erstmal mitkriegen. Wie auch immer. Überschattet wird dieses Drama natürlich nur von Jojos Wurf. Jojos Wurf ist ja eine Sache, der man gar nicht genug Aufmerksamkeit schenken kann. Plump ist da. Also wir als Spielgruppe natürlich schon. In-game verhält es sich so, dass der Prozess der Ausscheidung sich etwas zieht. Ich würde sagen, nach geschmeidigen 38 Stunden. Alter. Können wir dann mal damit rechnen, dass da so ein kleiner Wurstling rauskommt. Oh, das hatte ich vergessen. Vlad bekommt natürlich 3 Mädchen. War klar. Ja, natürlich. Während Jojo natürlich den Thronfolger präsentieren kann. Sieht aber auf dem ersten Moment weder aus, und das ist wichtig, weder aus wie ein kleiner Roboter, noch hat er 4 Beine und springt an die Decke und macht... Das ist ja das, was man erwarten könnte eigentlich. Ne? Also, das sieht in der Tat menschlich aus. Ist auch ein eher großes Kind, was natürlich einiges erklärt. Gut. Die nachfolgende Zeit wird also aus vielen verschiedenen Gründen ein Riesenspaß für euch, nicht wahr? Ich möchte angemerkt haben, dass der Vater an dem Abend zu betrunken war, um nachts ins Bett zu fallen. Nee. Macht er nicht mit. Was? Ja. Kind pinkeln. Bitte was? Kind pinkeln. Kind pinkeln? Kind pinkeln. Da bräuchte ich vielleicht eine Erklärung. Wenn da ein Kind geworfen wird, ja, dann wird ihm meistens etwas duselig, sodass es seinen Bauch entleeren möchte. Und das nennt man Kind pinkeln. Also sprich dem Vater vertretungsweise für das Kind, weil das Kind darf ja noch nicht duselig werden. Dem Vater wird halt relativ viel Alkohol eingeflößt. Und ja, dann lässt man halt das Kind pinkeln halt. Nachdem dann etliche Liter geflossen sind. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie das zusammenhängt, muss ich gestehen. Es geht darum, dass ein Grund zu saufen sollte. Das ist so, das habe ich verstanden. Macht er nur bis zu einem gewissen Grad mit. Das tut mir ja leid. Die anderen übrigens, sind natürlich nicht so weich. Mit denen kannst du saufen. Sehr gut. Gut, so. Ich bin mir relativ sicher, dass, wann wird's mal wieder relevant, wenn das Kind ein Vierteljahr alt ist? Wann wird was relevant? Dass wir wieder was Sinnvolles machen können. Ja, schon. Wenn es klar wird, dass Jojo wieder mehr unterwegs sein muss oder ist oder wie auch immer. Also ich meine sinnvoll natürlich in Anführungsstrichen, ne? Ja, aber dann kann sie mal weg, dann kann sich auch mal jemand anders um das Kind kümmern und zur Not gibt's immer noch Flaschen. Gut. Das wäre übrigens Juli. Da kann sie auch wieder Sommerklamotten anziehen, ist alles gut. Ach, ist das nicht toll? Super. Entschuldigung. Ich wollte euch einen Grund liefern, euch über sie lustig zu machen. Wieso? Eitelkeit. Dass sie den Baby braucht. Ja, Alter, die wird dann nach einem, wenn das irgendwie einhergeht, wenn sie irgendwann nicht mehr, sie wird ja eher abstillen oder so, keine Ahnung. Aber die wird dann irgendwann wieder ihre scheiß Bodywear aktivieren lassen. Ja, ein paar Wochen danach. Siehst du. Schön milchbildende Medikamente nehmen, damit man dann trotzdem das Diätmodifikationsimplantat aktivieren kann. Naja, die hört einfach auf, diese Tabletten zu nehmen, die dafür sorgen, dass das Ding nicht funktioniert. Das ist ja dasselbe. Ja. Wow, das Kindpinkeln ist echt total bescheuert. Danke, Daddy. Bitte. Nach der Überlieferung soll dieser feierliche Umtrunk dem Neugeborenen nach der Geburt durch den Genuss der Getränke symbolisch beim Wasserlassen helfen, damit es keine Schmerzen erleidet. Sicher. What the fuck? Nee, das What the fuck kommt danach, was ich ja nicht mitgepostet habe. Teilweise wird dem Brauch des Wasserlassens allerdings eine andere Bedeutung beigemessen. Von demjenigen eingeladenen Verwandten und Freunden, welche den nackten neugeborenen Säugling im Arm halten und begutachten durften, wurde als ewiger Glückspilz angesehen, der von dem Baby beim Heilen angepinkelt wurde. Jeha! Na siehst du, das finde ich ja nur wieder okay. Das hat ja was mit Entscheidung zu tun. Das hat völlig bekloppt. Das ist ja eine zufallsbasierte Variable, das finde ich schon okay. Gut! Da haben wir sogar wieder unseren Bildungsauftrag DM nachgegangen. Super. Heidnisches Brauchtum ist echt. Das ist eine Sache. Ja, das stimmt schon. Das gibt's so. Überall in Deutschland. Wenn Jojo jetzt wieder mehr unterwegs ist, was macht denn die primär? Na, die hat wieder mehr mit ihren die muss ja ihre Kontakte, die hat ihren Waffenshit wieder, den sie zum Teil zumindest wieder macht, so weit wie es geht. Na, die betreibt im Augenblick viel Connection-Pflege eigentlich. Und hat halt also die Aufträge, die sie halt vom Polen kriegt oder sowas, klar, aber sonst also eher, wie gesagt, viel, die ist gerade viel unterwegs und macht halt viel Connection-Kram und all so Mögliches. Also die holt sich ihre alten Connections wieder, guckt halt, dass sie neue bekommt, irgendwie all so ein Kram. Maßgeblich. Versucht jetzt aufzuholen, was sie verpasst hat in den letzten Monaten. Ist sie immer noch so wankelmütig und genervt? Wankelmütig und genervt. Genervt ist sie eigentlich nur zwischendurch. Das war jetzt nur das eine Mal, weil es hieß, es soll und bla und überhaupt, aber... Nein, jetzt pass mal auf. Es hieß nicht so. Jojo... Und ich möchte zitieren aus dem Folterbericht, dem Folteropferbericht, den sie mir vorlegte. Ist nun mal gestört. Und ich zitiere gerne, es kann maximal von einer Linderung, nie von einer Heilung ausgegangen werden. Das heißt, es gibt Trigger, die die einfach 2 Tage nicht zurechtkommen lassen. Inklusive Panikanfälle und dergleichen mehr. Danach ist sie natürlich ein bisschen genervter und ein bisschen aufgewühlter. Ja. Aber das geht ja nie weg. Die kann ja sonst ganz gut drauf sein, aber, ne? Ja. So. Diese Phasen gibt es halt immer. Die sind nie besonders lang. Also die werden, früher war das ja viel länger oder fast dauerhaft so. Und das sind jetzt, sind einfach Abschnitte, das sind Phasen. Das sind mal ein paar Stunden, das sind mal 2-3 Tage. Das ist unterschiedlich. Aber sie ist eigentlich nicht wankelmütig. Ich sag mal, es kann sogar sein, dass du das nicht drin mitbekommen, vielleicht nicht, aber es gibt tatsächlich einfach Auslöser dafür. Und dann passt Wasser das halt. Ins Face ist natürlich der einfachste, ne? Ja. Und sie kann ja irgendwann, wenn sie nicht mehr stillt, auch ihre Medikamente wieder nehmen. Die Psychomedikamente, das hilft natürlich auch. Ja. Also ich meine, eigentlich helfen die ja nur so halb. Eigentlich müsstest du jetzt auch langsam mal ein bisschen mehr nehmen, oder? Wieso? Weil die allein, ja gut, die unterdrücken nur Panikanfälle, ne? Du musst nein. Was die gemacht hat, ist eine Weile lang einfach, wobei sie das wahrscheinlich sogar zurückschraubt. Was die jetzt hat, ist, die hatte mal zweierlei. Die hat eine Dauermedikation gehabt, die einfach dafür sorgen, dass es nicht so, schnell auftritt. Und die hat eine Akutmedikation. Das heißt, wenn irgendwas mal wirklich ist, also irgendwie, wenn die die richtige Panikattacke kriegt und das nicht los wird, dann hat sie halt was sie dann noch nehmen kann. Ist die Dauermedikamente, sind da bestimmt Antidepressiva, oder? Ja. Man nimmt die halt für alles. Leute, Milzpro, Leute, wenn's dir mal schlecht geht, so eine Woche lang, nimmst du einfach Antidepressiva. Die verschreibt man sowieso immer. Genau, und da gibt's verschiedene Typen und es gibt welche, die sind eher hemmend, also die Leute eher ruhig stellen, und dann gibt's andere, die man dann gibt, wenn die Leute eher nicht ruhig gestellt sein sollen und die man halt auch in solchen Fällen mal geben kann. Na, da muss auf jeden Fall auch die Dosis ein bisschen absenken eigentlich. Denn die machen sie ja reaktionslangsamer, oder? Deswegen hatte die eigentlich was anderes, die wird aber darauf umgeschwenkt sein. Ich glaube aber, dass die das auch gar nicht mehr so sehr nehmen wird jetzt, weil sie da einmal von runter, also das zumindest versuchen wird. Was die aber immer haben wird, ist diese Akutmedikation, die wird die auch immer mithaben. Na, das ist ja klar. Okay. Was sind das denn eigentlich, die Akutsachen? Benzos? Ja. Jo, alles klar. Jojo geht völlig aufgewühlt plötzlich hält die an, in die Kaffeetoilette, kommt raus. Einfach zerlasert. So schlimm ist es auch nicht. Jo, Benzos sind das ja quasi nix. Ja, es kommt drauf an, in welcher Dosierung du das gibst. Ja, aber es sind halt immer noch Benzodiazepine. Ich meine, das schiebt sich schon ein bisschen mehr in den Autositz danach. Na, eigentlich ist das eher sowas, was dir tatsächlich so eine scheißegale Einstellung gibt irgendwie. Also das letzte Mal, dass ich das Zeug hatte, da in der Operation, ja, da kriegst du aber auch eine höhere Dosis. Naja, aber ich glaube, es drückt trotzdem noch ein bisschen in den Sitz. Ein bisschen. Aber ich meine, das kennst du ja noch von früher. Ja. So. Gut, die kümmert sich um die Reetablierung ihrer Kontakte. Ja. Oh. Das ist noch eine wichtige Frage. Hast du Cabern in der vergangenen Akutphase gezielt in die Brennerei geschickt? Nicht in deinem Auftrag oder in deinem Namen, sondern um am Puls der Zeit zu bleiben. Denn das Ding ist, das hätte er selbst machen können wollen, aber, beziehungsweise ob Cabern sie mal gefragt hat, ob er das machen kann, aber das hätte natürlich eigentlich prinzipiell abgelehnt werden müssen. Ich nehme an, hin und wieder schon mal, einfach damit man da irgendwie noch so ein bisschen am Ball bleiben kann. Das ist gut. Eben, auch als Prospekt habe ich ja bestimmt 1 oder 2 Tage im Monat Freizeit. Ja. Das ist was anderes. Auch später mehr. Aber die Sache ist, dass ich mir auch vorstellen kann, dass nach dem, was ich bisher erlebt habe, du diese Tage zum Teil auch gerne mal verwirkt hast. Ja, schon. Durch Satzzusätze. Oder unangemessen empfundene Suffixe. Dass die Leute alle keinen, ne? Dass sie einfach keinen Spaß verstehen. Bei dem Punkt waren wir schon mal. Da hat man ein sehr schönes Gespräch mit Jojo. Ein Tischrundengespräch war das sogar. Das war nicht so schön. Viel zu laut. Also 2 von 3 Leuten fanden es cool. Ja, ich fand's auch cool, aber das ging ja schon durch. Ich war mich hören auch mal. Ja. Hätte ich jetzt einfach nur sagen sollen, sie wird laut, oder ist es cooler, wenn ich selber lauter werde? Weißt du, wie einschüchternd das wirkte? Ja, das sollte es ja auch. Ich habe einen Ruf zu verteidigen. Du hast dich besser gehalten als andere. Danke. Das macht die Erfahrung. Oder eigentlich der Einkolos, den ich Intus hatte. Der ließ mich nicht so schnell begreifen, vor was ich da spiele. Die Formulierung finde ich gut. Ja, sie gibt mir gerade zu denken. Ihr beide, Zwiebel. Jo. Mahlzeit. Moin. Wollen wir uns mal treffen? Gerne. Sicher. Wann denn? Sagst du einen Ort und sagst du eine Zeit und dann... Ich sollte nie fragen, dann kommt nämlich nur die scheiß Antwort. Morgen. Und da muss ich mir was ausdenken, wo ihr... 17 Uhr. Morgen um 17 Uhr. Sehr gut, da bin ich auf Arbeit, da kommt er gefälligst her. Gut. Geil. Das war's? Jojo legt auf. Nee, das war's auch schon, danke. Achso, na gut, dann würde ich sagen, bis morgen, ne? Bis morgen, tschüss. Tschö. Bussi. Oh Gott, das ist mir zu viel. Dann lege ich auf. Prüdes Stück. Das habe ich schon nicht mehr gehört, weil ich den aufgelegt habe. Ja, so das habe ich zu spät vernommen, verzeih. Juti. Zwiebel war nochmal mehr, wo was? Ernsthaft jetzt? Hey, wir haben echt viele. Das ist die Zwergin mit dem Insektenvernichtungs... Also mit dem die Kammerjägerin. Von der wir damals das Ungeziefer geholt haben, um die Alte in den Wahnsinn zu treiben. Von, genau. Was war das? Moloko? Genau, ja, doch, ich hab sie wieder auf dem Schirm. Die Rothaarige. Die gute halt. Alles klar. Dann sagt Bescheid, dass sie am nächsten Tag um 17 Uhr weg ist. Also vorher schon. Ich melde auch an, dass ich dann keine Zeit habe, weil ich damit Jojo weg muss. Nee, das melde ich an. Ach so. Jeder kann das ja machen. Jojo, stimmt das? Ja. Okay. Juh, kleine Schlinge will sich einfach selber freinehmen. Na sicher. Na sicher. Man muss es mal versucht haben. Aber ich wusste ja, dass es berechtigt war. Du hast das schon oft versucht. Naja gut, aber jetzt kommt langsam die Zeit, wo er das ab und zu mal versuchen kann und dann auf granitenden Widerstand stößt. Also nach einem Jahr habe ich das ja auch ungefähr versucht. Mit wem reden wir da eigentlich gerade? Das ist archetypischer Gänger 4. Warte. Offensichtlich. Ein Typ von der Straße, den wir nicht kennen. Ja. Es ist Konstantin. Okay. Na, dann macht euch mal einen schönen Ausflug. Habt ihr einen Picknickkorb schon gepackt? Na klar, sogar die karierte Decke. Richtig. Jojo, irgendwas muss man noch erklären. Na? Was ist denn das eigentlich für ein Hippie-Tuch? Mit dem du und der Kindsvater ständig euren Spross durch die Gegend wuchtet. Habt ihr mal was davon gehört, dass es gerade für draußen Wägen gibt, wo man Kinder reinlegen kann und zudecken? Viel sperriger, unpraktischer. Aber ich meine, der ist ja nun fast so groß wie du. Naja, du übertreibst. Das stimmt. Siehst du? Aber nur minimal. Ja. Man muss ja auch irgendwie, ne? Keine Ahnung, ist praktischer. Babyspeck wieder loswerden. Genau. Ist das deine Hipster-Ader oder was? Ja. Deine Öko-Sache? Ja, ist mein Hipster-Ader. Na gut, dann will ich ja. Nee, ich glaube Hipster war falsch, ich glaube Öko ist richtig. Was weiß ich? Nee, ich habe neulich ihn gesehen, das war so ein richtig krasser Hipster mit so einem Riesen. Also alles war einfach alles dran, okay? Undercut, Riesenbrille, Jutebeutel, bam. Und der hatte dann so einen aus den 1920ern oder so ein ganz riesiges, komisches Teil. Ich glaube, das machen die dann halt Retro, wisst ihr? So ein ganz riesiges, komisches Teil, aber was für ein Teil? Wovon? Na, ein Kinderwagen. Ach so. Einer wurde quasi auf der Straße, wurde eine Lizenz brauchst, um dann auf der Straße fahren zu dürfen. Ach so, nee, keine Ahnung, finde ich unpraktisch. Ja, wenn das deine Öko-Ader ist, dann ist das ja auch okay. Das ist meine Öko-Ader. Und man kann dann einen Motor drunter fahren und dann fällt sich das Ding selbst. Ja, es ist groß und sperrig. Aber es kann bestimmt cool beschleunigen. Ja, aber das Biest brüllt weniger rum. Wenn es so rumgetragen wird. Wenn es in den Kinderwagen lege, brüllt es mehr rum. Ja, aber das musst du ja nicht hören, weil der Wagen von alleine. Hast du gerade einfach deinen Sohn das Biest genannt? Ja. Es sind noch mindestens 15 Jahre Zeit, bis er sich selber so nennen wird. Und mindestens 30, bis das irgendjemand auch nur am Mindesten akzeptieren könnte. Das ist absolut richtig. Ich nenne ihn auch... Hast du den mal gewickelt? Natürlich ist das ein Biest. Also der hat mich voll angepisst. Ich meine, das macht Kinder er immer. Ah, genau. Dann später versuche ich es nochmal und dann pisst er mich wieder an. Und das... Ey, Jojo, jetzt mal ernst im Ernst. Und dann quatsche ich einfach darüber mit verdammt nochmal Makar. Und Makar sagt mir, Alter, der hat mich auch angepisst. Und vor allen Dingen, den hatte ich gewarnt. Der hat gewartet, der hat ihn ausgepackt, sich weggestellt und gesagt, haha, dann ging nichts los. Und dann genau im richtigen Moment Arsch abwischen, pisst er dem einfach ins Gesicht. Siehst du? Was hast du denn da rausgeholt? Pff, naja. Der ist halt einfach jetzt schon ein Wichser. Siehst du? Dann darf ich ihn auch wohl Biest nennen. Das stimmt. Siehst du? War absolut berechtigt. Also ich sag mal, da müssen auf jeden Fall sofort Erziehungsmaßnahmen greifen. Da kann doch nicht sein, Cabern hat er dich auch angepisst. Mhm. Dann hast du den noch nicht gewickelt. Doch. Outgame. Dann hat er dich auch angepisst. Aber du kannst natürlich gerne... Weil... Nee, weil, wenn man es nämlich richtig macht, dann können die einen gar nicht richtig anpissen. Du meinst, weil du dich seitlich stellst zum Beispiel? Zum Beispiel. Das ist okay, aber dann hätte er es versucht. Ich habe beschlossen, dass dieses Kind immer beim Wickeln sofort pisst. Ja, definitiv. Aber ich wusste ja, was kommt. Das ist okay. Das darfst du gemacht haben. Er hat mich nicht getroffen. Ah, ihr schickter Mensch. Das ist gut. Wir haben endlich jemanden gefunden, der quasi fürs Kinderwickeln geschaffen ist. Genauso wie es fürs Kochen. Ach, was muss man ohne dich machen? Frischling, Alter. Jetzt weißt du auch, warum die Kaltgetränke immer so gut schmecken. Verstehe ich nicht. Ja, alles gut. Erklärt mir das. Es war ein schlechter Witz. Ja, aber ich verstehe ihn doch nicht. Er hat Zielübungen mit offenen Flaschen gemacht. Das ist ja ekelhaft. Aber es soll gut für die Haut sein. Verstehen, dass wir mal testen. Ich pisse jetzt jeden Morgen in die Fresse und dann gucken wir mal, wie deine Haut in 2 Wochen aussieht. Ich wusste gar nicht, dass du so einen Fetisch hast. Ich hab da keinen Fetisch. Ich auch nicht. Wissenschaft. Oh, das sehe ich ein. Ne? Man weiß ja nicht, kommt ständig irgendeine Scheiße raus, irgendeine Propaganda, was alles gesund ist und was nicht, und ändert sich das. Und das mit der Pisse hat mich schon immer interessiert. Ich weiß, dass ich nicht viel Mitspracherecht habe. Das stimmt, also solltest du jetzt besser still sein. An dem Punkt kannst du auch den Satz beenden, würde ich sagen. Na gut. Ja. Ich möchte da dennoch ein Aber anmerken. Na, dann bin ich mal gespannt, was nach dem Aber kommen soll. Du redest viel. Ich wäre davon... Ja, das ist auch richtig. Aber davon wäre ich nicht begeistert. Und das könnte dazu führen... Wenn das ein Kriterium wäre. Ja, ne? Es könnte dazu führen, wenn ich schlaftrunken eine Flüssigkeit über mich spüre, dass meine Hand eventuell eine gewisse Richtungsbeschleunigung auf sich nehmen würde. Bist du denn bescheuert? Ich bin doch kein asozialer Wichser. Ich wecke dich, ich gebe dir einen guten Morgenkuss, ich bring dir einen Kaffee, damit du schon mal ein bisschen vorspülen kannst, dann kniest du dich hin und ich pisse dir ins Maul. Auch da möchte ich Einspruch erheben. Ja, jetzt warte doch mal, du hast gerade gesagt, schlaftrunken wäre das Problem. Ich erhebe hier informellen Protest. So. Jojo, was meint er mit informell? Der spinnt. Nach formellen Protest kann ich ja nicht anliegen, weil ich habe ja keine Berechtigung dazu. Ach so, das ist... Ah, ich verstehe. Nimmt sie einfach wieder Rechte raus, die er nicht hat. Nee, deswegen sage ich ja informell. Ja, das habe ich jetzt auch so verstanden. Ja. Der hat gerade gesagt, ich finde es doof, aber ist ja auch scheißegal, wenn ich das doof finde. Das habe ich gerade verstanden. Das meintest du doch. Ja, aber er wollte dich subtil manipulieren. Der wollte mich doch nicht, jetzt muss ich ihn in Schutz nehmen, der wollte mich nicht subtil manipulieren. Der hat mir ja gerade gesagt, ja, das ist richtig, ich hab da eh nichts zu melden. Ja, natürlich, er wollte Mitleid haben, das ist auf die Art und Weise, macht er das gerne. So ein großer Kerl, mit dem kann man doch kein Mitleid mehr haben. Ah. Gucken der an. Mitleid habe ich höchstens für das Geschöpf, das er sich gekauft hat. Berechtigt. Was ist eigentlich mit deinem Geschöpf, was du dir nicht gekauft hast? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe es auch schon lange nicht mehr gesehen. Ah, da ist er einfach unter die Räder gekommen, oder was? Wahrscheinlich. Na gut, Frischling, du musst mir jetzt mal den Schlafpanzer von dem Fjord nicht ausspülen. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das reichen wird, ob das alles in den Ecken und den Krusten... Ah, naja, gut. Ich würde dir Folgendes vorschlagen. Du probierst es erstmal ordentlich ausspritzen. Dann nimmst du dir einen Lappen, du hast ja einen langen Arm. Und wischst da mal alle Ecken richtig aus. Legst dich quasi so drauf und dann mit dem Arm schön reinfummeln. Und wenn du dir nicht sicher bist, dass das nicht ganz sauber ist, dann musst du noch ein bisschen kratzen. Du findest vielleicht ein Werkzeug, aber es wäre halt übel eklig, das mit einem Werkzeug zu machen, weil dann können wir das nie wieder benutzen. Mit deinen Fingern will ich dir das nur auch wirklich nicht antun. Du nimmst ein Jagdmesser. Na gut. Gut, na dann ab. Ja, ich gehe nach oben, baue das Ding auseinander und spritze es sauber. Ich sag mal, du kannst es nicht auseinanderbauen. Wieso kann man das Ding nicht, wie dumm ist das denn konstruiert? Das glaube ich nicht. Die Öffnung kannst du halt abnehmen, aber sonst wird Jojo das doch fest vernietet haben oder so. Das ist aber unwahrscheinlich dämlich von ihr, wenn sie das tun würde. Weil dann kriegt man es ja nicht mehr sauber. Doch, man kriegt es sauber. Die Sache ist ja die Viecher sind ja nicht so, dass die ihre Kacken in Ritzen schmieren. Sie hat die Bodenplatte so angebracht, dass da unten auch keine, also nehme ich an, dass da unten nur glatte Flächen sind und die Viecher, die sind einigermaßen reinig. Das heißt, du musst halt irgendwie, da wird es einen Abfluss geben, nehme ich an. Ja. Und du musst die Bodenplatte ordentlich abspritzen. Vielleicht kannst du die sogar unten rausnehmen. Die Bodenplatte kann man rausnehmen. Du kommst theoretisch von unten ran. So, Riese. Und dann wird das halt, wie gesagt, nicht an den Wänden in den Ritzen kleben. Das war nur seine Wahnvorstellung. Ja, das war mir schon bewusst. So, ne? Deswegen, ich wollte halt einfach so, dass man da ein bisschen... Die sind ja nicht wie Menschen. Nee. Die sind schlimmer. Nee, nix ist schlimmer als Menschen, die mit Kacke schmieren. Die sind da viel härter als Tiere. Das machen Kinder am liebsten. Nicht nur. Gut, das war keine, das war nicht mal, diesmal tatsächlich nicht mal eine Anspielung auf mich. Ist ja unglaublich. Dinge gibt. Die gibt's. Gut, ich mach das alles sauber und... Ja, und am nächsten Tag fordert dann los. Genau. Die Kinder müssen an dem Tag auf ihre Gute-Nacht-Geschichte verzichten. Warum das? Weil du nicht vorlesen kannst, weil sie nicht da ist. Habt ihr gesagt, ich hab da Ersatzleute gefunden. Ja, natürlich. Aber die macht's ja trotzdem noch, weil sie es gerne macht. Ja, stimmt. Da werden sich jetzt auch Felix ab und zu mal versuchen und die Frau, die nicht so ganz gut lesen kann, aber der Wille, nur die Liebe, Gesundheit macht Beine, du weißt, was ich meine. Das stimmt. Jojo macht das einfach häufig, weil sie es sehr gerne macht. Das stimmt nämlich. Vor allen Dingen hast du da noch Konstantins Kinder dabei und dann passt das alles. Na klar, wenn dann für alle. Ja. Außer den ganz Kleinen, weil die es nicht raffen und verstehen. Und ja, die brüllen dann nur. Nee, das ist nicht sinnvoll. Der Schwede würde natürlich raten zu Karlsson vom Dach. Karlsson vom Dach. Ah, gibt's Karlsson vom Dach. Nice. Gut. Er rät dir ab von Michel aus Lönneberger oder du erziehst Monstren. Gut. Aber selbstverständlich würde es auch Michel geben. Ah, das dachte ich mir schon. Gut, also ihr fahrt hin. Die erwartet euch. Sie hat euch ein Plätzchen bereitet. Also hat sie nicht so schnell Verstühler. So, kommt da rein, passt. Moin! Mahlzeit! Wollt ihr irgendwas saufen oder so? Nö. Weintrauben? Ich habe echte Weintrauben. Warum hast du Weintrauben? Ich habe mir mal was hier gehört. Also, ein oder zwei davon würde ich probieren. Ja, ein oder zwei Stauden, ne, da würde ich mir auch sehen. So, sie packt ein paar Weintrauben auf den Teller. Ist natürlich echt wenige, weil du wärst schon teuer. Ja. Saftig. Lecker. Ihr hattet doch vor ein paar, also vor einem Dreivierteljahr oder so, ist ja auch egal. Hattet ihr doch diese Supermotten von mir, ne? Ja. Und ich habe euch damals nicht die Mail geschickt mit der Kundenrezension, dass ihr mal ein paar Sterne anklickt und eine Kundenbewertung schreibt. Das würde ich jetzt mal mündlich gern nachfordern. Hä? Na, sag mal, wenn jetzt jemand sagt, ich bräuchte irgendwas in die Richtung, ich sage, diese Motten, die habe ich getestet, aber ich habe nie gehört, ob Stiftung Warentest gesagt hat, gut oder schlecht oder so. Oh Gott, wir wussten, dass die recht gut funktioniert haben, ne? Aber die Motten haben gut funktioniert. Ja. Also, ich sag mal, sie haben ihren Zweck mehr als zufriedenstellend erfüllt. Ich würde ihnen 6 von 5 Sternen geben. So viel? Na, dann kann ich deine Bewertung leider schon mal nicht ernst nehmen. Scheiße. Nee, ich mochte sie echt gerne. Echt? Wisst ihr ein paar? Ich musste den Preis leider erhöhen. Mir hat gerade jemand gesagt, die waren so gut. Also Qualität kostet auch Geld, weißt du? Also eigentlich waren die richtig schlecht, oder? Die gingen so schnell kaputt und... Siehst du, deine Meinung kann ich nicht ernst nehmen. Du änderst die ja alle 2 Sekunden. Oder Rassist. Also, wir brauchen keine von den Biestern, aber sie haben ihren Zweck sehr zufriedenstellend erfüllt. Okay, genau. Cool. Und die Verbreitung ging auch nach meiner Berechnung relativ fix und so? Die ging ziemlich fix. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wenn ich jetzt irgendwelche Biester davon irgendwann mal in meinem Kleiderschrank finde, ne? Weil sie sich vielleicht zu vermehren, dann wäre das schlecht. Ich weiß ja nicht. Ich bin immer gespannt, wie solche Sätze dann zu Ende gehen. Dann hätten wir gern das Gegenmittel. Ach so, okay. Ja, das wäre ja kein Problem. Das war aber jetzt relativ... Ich hätte mir was Spannenderes vorgestellt. Dann wirst du immer, für den Rest deines Daseins in Moskau immer den Duft von Pestiziden im... Ich will jetzt sagen, im Augenwinkel haben, im Nasenwinkel haben. Nee, aber warte mal kurz. Jetzt erklärst du mir noch ganz kurz den Unterschied zu jetzt. Pestizide sind ja was ich durchaus häufiger mal gebrauche und hier stehen habe. Das stimmt, aber normalerweise hast du eine Maske auf, wenn du sie benutzt. Ja, die Scheiße riecht ja auch nicht an den Klamotten, die ich ausziehe danach oder so. Nee. Ja. Aber du wirst es immer riechen, egal wo du hingehst. Wirst du mich mit einem Voodoo-Fluch belegen oder so? Nein, ich werde einfach nur dafür sorgen, dass du mit Pestiziden eingenebelt wirst. Um die Mottenplage zum Erliegen zu kriegen. Okay, ich nehme die Variante, die der Frischling meinte. Wieso? Cute, okay. Weshalb fragst du uns das eigentlich? Du musst nett sein. Ich bin doch nett. Na, weil, wie gesagt, ich gerade wieder fast dabei bin, jemanden zu empfehlen, aber in halt einem etwas größeren Umfang und ich ja sicher gehen wollte, dass die Dinger auch wirklich so gut abschmatzen. Doch, tun sie. Siehst du, und ihr habt die benutzt. Dann gibt's Sinn, wa? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Und außerdem war das der indirekte Test, ob du überhaupt noch lebst. Ach so? Hätte ja sein können. Das stimmt, mit der Zeit kommt man unter die Räder. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, scheiße, ich brauche dringend eine magische Penisvergrößerung, dann weiß ich ja nicht mehr, wenn ich anrufe, wenn du tot bist. Das war wichtig. Na, wenn anders. Ich bin die einzige Magierin. Man kennt ja so viele. Die wachsen ja auch an Bäumen. Ja. Und ich meine, mit solchen Fragen, Potter, ist das nicht nur so ein Traumzauberbaum-Magier? Weiß ich nicht, ich habe aber auch noch nie magische Penisverlängerungen durchgeführt, also... Ja, das sind Dinge, die ich von Magierfrauen einfach nie ernst nehmen kann und von Magiermännern noch viel weniger. Was, magische Penisverlängerungen? Ja, nenn mir doch mal, stell dir mal einen Mann vor, ist jetzt egal welchen. So, und der ist magisch. Was würde der wohl mit als erstes probieren? Ja, aber ich bin halt kein Kerl, weißt du? Ja, aber hast du mit Kerlen zu tun? Das stimmt, aber ich hab's noch nie probiert. Ich verstehe die Magier immer nicht. Ich kann zaubern, es muss unbedingt ein Feuerball sein. Nee, es gibt doch viel sinnvollere Sachen. Penisvergrößerung? Naja, ich dachte eher sowas wie einen magischen Schlafregulator oder so. Naja, da gibt's auch Longhole. Ja, aber Longhole schläft man trotzdem noch. Ja. In der Woche oder so. Fast dieselbe Zeit. Und beim Schlafregulator, beim magischen, schläft man ja maximal so lange wie beim Schlafregulator. Das stimmt, aber ich kenne keinen magischen Schlafregulator. Und dann vielleicht... Ansonsten wäre ich mein bester Kunde. Dann vielleicht, einen magischen Fäkalienbehälter oder so. Was los mit dir? Entschuldige bitte, aber hey, Moment, überleg doch mal. Sie muss pissen. In der Disse voll am Abdancen, hast dir ein paar Bierchens gegönnt und ein paar aufgerissen. Ich gönn mir ja keine Mixeries oder so, aber es gibt ja andere, die das machen würden oder könnten und manche könnten das vielleicht lecker finden oder so. Ich hab dir gerade echt die Ausrede geliefert und du hast dir einfach überquatscht. Naja, jetzt bist du selbst schuld. Ja, und auf jeden Fall ist es so, dann musst du pissen. Und dann kannst du entweder... Erstens dich durch die Menge durchwühlen, aber du bist nun mal auf Kniehöhe bei tanzenden Leuten und stellst dich dann an der Damentoilette an. Oder du gehst in diesen Sündenpfuhl, den man Männerklo nennt, wo die Scheiße quasi schon aus der Tür rausläuft, unter dem Schlitz durch. Jetzt guckst du mich nochmal an. Ich bin groß und ich bin gefährlich. Ich verstehe nicht, was für ein Problem ist. Du bist ein Ork und du bist ungefähr, keine Ahnung, was bist du, 35? 36? Na, auf jeden Fall bist du im besten Prostata-Alter. Du solltest hier ganz, ganz krass vorsehen, du wirst noch öfter aufs Klo rennen als ich in meinem ganzen Leben und zwar innerhalb von einer Woche. Ich hoffe, das war jetzt kein Fluch oder so. Nee, das war eine Zukunftsvorhersage, aber die war kostenlos. Oh. Ah. Das mit dem Fluch kann ich erledigen. Nein, bitte. Das juckt mich in den Fingern. Du hörst kurz ein metallisches Knirschen, als sie ihre Finger bewegt. Das war Absicht. Scheiße, die Heizung ist schon wieder am Arsch. Na gut, aufschreiben, Heizung. So. Das war nicht die Heizung. Hä? Was denn? Ich wollte ihn ärgern. Mhm. Na, das war ja gar nicht creepy. Dankeschön. Magier sind halt komisch. Das weiß ich doch. Vorsicht, sie kann euch hören. Oh mein Gott. Nein, sie hört doch nur auf die Stimmen ihrer Schamanen-Ahnengeister. Oder auf das digitalisierte Lehrbuch von Karl Combat Mage. Mein Held. Völlig durchgeknallt. Der einzig vernünftige Magier, den ich jemals gesehen habe, auch wenn es nur eine Kunstfigur war, war der verdammte Pigeon Shaman. Der war allerdings cool. Wieso? Das stimmt. Schade, dass er nicht in Großserie gegangen ist. Aber in Großserie wäre er nicht mehr so schön trashig gewesen. Das ist vielleicht richtig. Hast du die eine Folge gesehen, wo er von dem Pseudo-Häuserdach gehüpft ist, wo man voll gesehen hat, dass es ein angemalter Bordstein war und dann der eine Flügel abgefallen ist? Ja. Aber das musste wahrscheinlich so. Es war gewollt. Nee, ich denke nicht, aber es war trotzdem gut. Was ich viel toller finde, ist, dass sie sich nicht die Mühe gemacht haben, die Szene nochmal zu drehen, sondern es genauso gelassen haben. Das macht den Charme der Serie erst aus. Ja, kein Geld. Das ist echter Charme. Und das meine ich sogar ernst. Ja. Aber nichtsdestoweniger hätten sie es auch ohne Geld nochmal machen können. Aber sie haben es nicht getan. Deswegen finde ich sie cool. Die Lady mit einem Punkt hat einen Punkt. Die Lady mit einem Punkt hat einen Punkt? Ja. Yeah. Ist sie jetzt ein Marienkäfer oder was? Nee, dann hat sie jetzt zwei. Nee, sie hat halt einen Punkt Wahrheit. Quasi. Ein Pünktchen Wahrheit. Ausgesprochen. Die Frau mit dem Punkt hat einen Punkt. Hm? Ach so. Na gut. Aber wo wir gerade bei komischen Sprichwörtern sind, kannst du eigentlich Uhrzeit kabern? Nicht wirklich. Scheiße. Ich wieso? Aber. Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Doch. Wie gut? Nein, nicht so richtig pralle. Also ein bisschen. Na, ein bisschen reicht nicht. Okay, gut. Wieso? Das hat nur mal keiner fragen. Okay, gut. Du kannst dir den Spruch mal bringen und wir können ja mal gucken, ob sie es versteht. Wenn es eine Beleidigung ist, könnte ich sie vielleicht kennen. Darin bin ich sehr geübt. Warum? Nein, warte, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Alles auf Uhrzeit ist eine Beleidigung. Ja, aber manche Beleidigungen sind beleidigender als andere. Die sind auch beleidigend gemeint. Na gut. Das ist wie, wenn ich ankomme, ey Frischling, du altes Arschloch. Und weißt du, dann ist okay. Aber wenn ich es dann mal nicht mache, dann wird er stutzig. Und so ist das da auch. Richtig. Ich verstehe. Ist das schwer zu lernen oder hat das so eine Grammatik wie Babysprache? Es ist keine Grammatik wie Babysprache, aber es ist... Ich glaube, dass das, was am schwierigsten ist, ist, so viele Konsonanten hintereinander auszusprechen irgendwie. Das erfordert eine... Also ich musste oft husten, als ich angefangen habe, das zu lernen. Outgame, ihr seid Russen. Ja, aber ich glaube, Ortszeit ist noch eine Nummer härter. Du meinst auf dem Niveau von Tschechisch. Ein dicht gespickter Konsonantenparcours. Wahrscheinlich. Na gut. Willst du Ortszeit lernen, oder was? Das hätte Vorteile. Wieso? Welche denn? Einige. Ich bin ein Ork und ich komme damit sehr gut klar, das nicht zu können. Bist du sicher, dass du ein Ork bist? Deine Hauer sind auch ganz schön klein dafür, muss ich sagen. Was? Der hat dir gerade gesagt, du hast, dass du einen kleinen Penis hast, Cabern. Ah, hab das schon verstanden. Du kannst einem Ork nicht sagen, dass deine Hauer klein sind. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Du kannst doch als Ork nicht sagen, dass du kein Ortset kannst. Das geht nicht. Ich brauchte das bis dato nicht. So? Okay. Ich wollte dich jetzt nicht traurig machen. Ein ganz kleines bisschen, oder ein bisschen kann ich dir beibringen, wenn du willst, aber halt nur ein bisschen. Ach nee, da würde ich mich lieber an jemanden wenden und bezahle den, der mir auch ein bisschen mehr beibringen kann, oder ich gehe in die Matrix. Ja, das ist ein Plan. So, der hilft mir, wie gehört. Apropos Ortset, habt ihr eigentlich irgendwann was von Vicky gehört in den letzten halben, dreiviertel Jahr? Nö. Du? Nee, das ist so die Frage. Könnte man eigentlich mal anrufen, die Frau. Das ist verhältnismäßig sinnlos. Warum? Weil sie bei dir ganz bestimmt nicht rangeht. Du kannst ja nicht mal Ortszeit. Weil sie nicht mehr lebt. What the fuck? Sie ist tot. Shit. Hättest du mal einen Ton gesagt? Wissen Sie, wieso denn? Warum denn? Wie denn? Weil sie krank war. Aber die war ja nicht so krank. Doch. Aber wir haben da noch in der Bar gesessen, das ist da gerade mal vielleicht ein Jahr her oder so. Ja. Ja, da war die ja noch nicht so krank. Doch. Auch schon. Ja, Parkinson geht doch gar nicht so schnell. Das war kein Parkinson. Woher willst du das denn wissen? Weil ich's weiß. Hm. Na dann. Auf sie, würde ich sagen. Jetzt will der Wichser sich auch noch einen Wodka erschleichen. Warte. Sie holt einen Wodka. Da gibt's euch ein Glas voll. Wehe, irgendjemand sagt jetzt so einen scheiß Ficktrinkspruch, Alter. Denjenigen nehme ich das Glas weg. Es wird in Stille und Würde gesoffen, verdammt. Ich stoß mit ihr an. Jo, sie gibt sich das Ding hinter. In Stille und Würde. Jo. Jojo trinkt nicht? Doch, die trinkt auch einen Schluck mit. Oh. Jetzt darf sie ja wieder. Das ist richtig. Und wann? Das ist jetzt, keine Ahnung. Das ist jetzt bestimmt schon 3/4 Jahr her oder so. Hm. Aber warum weißt du denn davon? Weil ich's weiß. Na gut. Weil ich Leute kenne, die Leute kennen und so. Na gut. Aber die ist jetzt wirklich an der Krankheit gestorben, ja? Quasi, ja. Und die dumme Hure hat nichts gesagt? Offensichtlich nicht. Muss man ja auch nicht auf irgendeine große Gruppe hängen, wenn man krank ist, ne? Wie bitte? Das muss man ja auch nicht an die große Glocke hängen, wenn man krank ist. Ja, du, ja, ich kenne die aber schon ein bisschen länger und wir haben ein bisschen zusammen Zeit verbracht. Ein bisschen mehr. Naja, nur, da hätte ich mir schon, also ich meine, ich finde schon, dass ich das Recht gehabt hätte. Ich meine, wenn du eine tödliche Bronchitis kriegst, sagst du ja auch Bescheid. Tödliche Bronchitis. Ja, wahrscheinlich. Einfach nur so, um nochmal mit einem zu trinken, das kann man wohl machen. Na siehste. Aber dafür bin ich eigentlich eine Magierin. Bronchitis kannst du heilen, oder? Puh, keine Ahnung, ich habe noch nie eine Bronchitis geheilt. Es geht doch um den Scheißpunkt, du Depp. Und nicht um die scheiß Bronchitis. Bei der Bronchitis, ich habe echt keinen Bock, an der Bronchitis zu verrecken. Dann halt einem irreparablen Schluck auf. Das klingt schon ein bisschen cooler. Mit anschließender Zwerchfellexplosion. Also jetzt übertreibst du aber. Stimmt. Oh Mann. Na gut. Jo, ihr verkneift sich ein, dass euch das aber auch erst jetzt auffällt. Ja, es wäre vielleicht auch besser. Und weißt du, wo, so, die war krank, das heißt, sie konnte sich vorbereiten, also wird ihr festgelegt haben, dass sie nicht Gulen zum Fraß vorgeworfen wird. Du kannst dich mal bei den Leuten, die Leute kennen, die du kennst, erkundigen, wo man da mal hingehen kann, um der Alten zu sagen, dass sie eine dumme Hure ist. Werde ich tun. Das ist nett von dir. Hier, nimm eine Traube. Lecker. Nimm eine Traube. Jojo nimmt eine Traube. Sie schmeckt ganz akkurat. Wie früher bei Muttern zu Hause im Obstkorb. Aber da durfte man nichts wegnehmen, denn da hätte man ja gesehen, dass da etwas fehlt und Mangel gab es im Hause Pavlov nicht. Richtig. Das ist ausgesprochen tiefsinnig und verrückt. Sehr natürlich cool. Im Hause Pavlov war alles... Ich kann mir vorstellen, dass das einfach nicht mehr schön aussieht, wenn da eine Weintraube fehlt, weil es aus so einem Gehänge... Natürlich sieht das nicht mehr schön aus, da war alles auf Ästhetik ausgelegt, da hatte alles seinen Platz und es musste genau so sein, wie es war. Das Obst wurde mehrmals am Tag ausgewechselt, aber wenn da gesehen wurde, wie Jojo sich so einen Apfel genommen hat, batsch auf die Finger. Na klar. Siehst du dich noch, oder was? Vitamine gibt's auch in Tabletten. Nee, da nicht aber. Da kam, ist nicht so viel, niemand mag dicke Kinder. Das stimmt. Wie sieht das auf dem gemeinsamen Familienfoto aus? Da musste man schon mal mit 12 vorsorglich direkten Diätmodifikationchen einbauen lassen. Na gut, nehmt euch den Rest der Weintrauben mit und ich wollte euch jetzt einfach mal rausschmeißen, denn ich muss jetzt mit dieser Flasche allein sein. Viel Spaß euch beiden. Wenn es schon keine verdammte magische Penisvergrößerung gibt. Dann, seid nicht so nett zueinander. Was willst du denn, erzähl du mir nichts vom Saufen? Ich hab dich in der Brennerei gesehen mit Fresh. Da ging ordentlich was hinterm Latz. Joa, das ist richtig. Na siehste. Aber ich bin ja auch ein großer Org, ich vertrag das ja auch. Irgendwann werden wir einen Wettsaufen machen. Und ich werde dich unter den Tisch gesoffen haben, dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist, so kleiner. Okay, um was ist die Frage? Ist das ein Versprechen? 500 fucking Yen. Alles klar, ich bin Schiedsrichter. Und zwar öffentlich in der Brennerei. Das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage. Und ich werde dich härter erniedrigen, als es diese verdammte Hackerin je geschafft hätte. Ich glaube dir kein Wort. Outgame, du weißt um deinen Nachteil und um ihren zwergenimmanenten Vorteil. Was sein Nachteil ist, ja auch auf Alkohol bezogen. Pathogene und Toxine. Oh. Ups. Ich habe das nie zur Geltung gebracht, weil er halt einfach Konsti 7 hat. Aber da die mit Konsti 2 startet und halt noch den Vorteil hat, ist es okay. Er hat auch eigentlich nur Konsti 6, weil die Knochen bei... Nee, ich glaube, die habe ich... die Knochen, die sind ja dann die 8. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, korrigiere mich. Ich korrigiere dich. Oh, Entschuldigung. 6, 7, ja? Sie... Okay, na, dann macht sie dich ja einfach nur richtig glatt. Das schreibe ich mir für irgendwann mal auf. Bis dahin muss ich über meine 500 Nuyen haben. Plus 500 Nuyen, die wieder versaufen können. Ja, warte mal kurz. Kohle, da sehe ich dich aber nicht. Du bekommst doch deinen Lebensstil von der Gang. So, den kriegst du ja trotzdem. Und wenn du ein bisschen da mal dich an den anderen Stellen zurücknimmst, dann hast du die 500 und das Geld, was du an die anderen beiden irgendwann mal zurückzahlen musst, das machen wir halt irgendwann mal. So, ne? Das geht ja auch nicht vom Lebensstil. Verstehst? Für solche Späße hast du immer Geld, da bin ich doch nicht so. Das ist gut. Und vielleicht gewinnst du ja sogar. Ja, vielleicht gewinne ich sogar. Gut. Na, auf jeden Fall kehrt ihr euch erstmal raus. Ja. Dann muss ich das ja noch üben. Na gut. Dann sagt Jojo, als sie draußen sind. Achso, sie bedankt sich natürlich noch schnell für die Kundenbewertung, ne? Ja. Und zeigt Cabern drohend die Flasche und wie sie ansetzt und einen dicken Zug nimmt. Gib her und ich zeig dir, dass sie das auch kann. Ey, das verschieben wir auf die Brennerei, bitte. Ich möchte, dass alle was davon haben. Okay. Ja, wir steigen wieder ins Auto. Sie und die Flasche werden jetzt viel Spaß miteinander haben. Das ist richtig. Aber warum hast du eigentlich nichts gesagt? Warum sollte ich? So gut kanntest du Vicky jetzt auch nicht. Naja, so eine reine Randnotiz, ey. Puh. Bekannte von uns tot. War ja nur. Ja. Keine Ahnung. Es war irgendwie einfach so. Naja. Ist dann wohl besser so für sie. Ja, ist es. Schlichtweg. Oh Gott. Glaubt die Vicky, dass die mich beim Saufen schlagen kann? Die halbe Person. Cabern, das ist eine Zwergin. Ja, wir gehört, dass Zwerge ja das ein bisschen drauf haben, aber... Ein bisschen drauf haben? Also ich habe Noran schon Sachen wegziehen sehen, du, das schaffst du in einer Woche nicht. Noran ist auch keine Maßeinheit. Ah, doch. Was? Als ob das ein Durchschnittszwerg wäre. Naja. Na komm, er ist ein Gänger. Ja, okay. Der säuft schon lieber mal ein Schlückchen mehr. Ich sag mal, der steht ein bisschen besser im Training als der Durchschnittszwerg, aber weißt du, was sie so in der Woche wegzieht? Nicht so viel wie Noran, bestimmt nicht. Weißt du doch nicht. Wie gut kennst du sie denn? Nicht so gut. Siehst du? Aber... Ah. Ich freue mich ausgesprochen darauf. Ich glaube, ich soll das noch trainieren gehen. Und die ganzen Putzmittel und die ganzen, weiß ich nicht, ich glaube schon, dass die viel damit zu tun hat, so... Naja, komm. Lass mal zurückfahren, da kannst du noch ein bisschen trainieren. Das ist eine Ansage, die man als Prossi doch gerne hören möchte. Ja, das weiß ich. Lass mich raten. So, du lässt ihn ein bisschen trainieren und dann nachts machst du nochmal eine schöne Runde. Alle Prossis aufstehen zum Waffen durchgucken. Oi, oi, oi. Na klar. Nice. Ja, man kommt definitiv als Letzter aus dem Bett gekrochen. Mit so einem flehenden Blick. Ihre Augen bleiben kalt und hart. Man sieht auf der Wange, dass da noch ein Abdruck von einer Flasche ist. Ist auf der Flasche eingeschlafen. Ah, du bist gemein. Ich bin was? Aufstehen jetzt! Also, da hinten hin, los! Das ist so laut. Hör auf zu meckern, ab jetzt! Ah. Er fällt aus dem Bett. Jojo gibt ihm 1, 2 Knuffe mit dem Fuß, damit er hochkommt. Ja, das kriegt er irgendwann auch hin, aber er ist halt ein bisschen behäbig, gerade. Und schwankelt dann und macht seine Waffenübungen und ist schlechter als die anderen beiden. Ihr alle drei und du am meisten stoßt auf unerwartete Probleme. Du kannst dir in deinem Zustand nur halb erklären, was da schief geht, aber irgendwie stimmt immer irgendwas nicht. Entweder kannst du aber in den Schlitten nicht durchziehen oder irgendwas anderes, also ganz, ganz merkwürdig. Das hat Jojo auch nur gemacht, weil ihr Sohn aufgewacht ist und die dann eh wach war. Geil. Der wacht zum Glück nicht so häufig auf. Was? Ja, 3 Monate schläft mal durch. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. Manchmal. Ich weiß nicht mal, ob die mit 3 Monaten noch alle paar Stunden hier gefüttert werden müssen. Manchmal? Nee, also... nee, ich glaube mit 3 Monaten... Oh, sag mal, das ist was Flummi sich jetzt mal die nächste Zeit ein bisschen durchlesen muss. Da habe ich auch überhaupt nichts mit zu tun. Sehr gut, aber ich glaube 3 Monate, da müssen die noch relativ zeitnah gefüttert werden. Nice. Aber nicht mehr alle 4 Stunden, sondern ist dann schon nur 6 oder so. Ich sag mal so, man merkt ja glücklicherweise bei einem gesunden Kind immer, wenn es Hunger hat. Aber gut, auf jeden Fall wird es dir irgendwie nicht gelingen, das Ding artgerecht auseinanderzubauen. Du hast den Tag gefunden, hast ihn auch rausbekommen, aber es funktioniert am Ende einfach immer nicht. Irgendwann ist Anna fertig, aber Jojo hat euch leider in einer Art Sichtbox gesperrt, sodass du nicht ihren Arbeitsprozess mitverfolgen konntest. Anna darf dann wieder ins Bett gehen. Sie bedankt sich für die Chance, was zu lernen. Das ist sehr artig von ihr. Nicht wahr? Und das nachts um 3. Hey, da ist ja Cabern schon 2 Stunden im Bett oder so. Nice. Ja. Cabern kriegt das in den ersten 3 Stunden nicht hin. Es könnte sein, dass er zwischenzeitlich mal eingeschlafen ist. Das ist aber eine gute Sache. Was macht ein Junge oder so? Also so quasi so wirklich so Tock mit dem Kopf auf dem Tisch und pupp, weg. Dann kriegt er einen netten Knuff mit dem Knüppel in den Rücken. Also mit dem Dingens. Furio schafft's auch nicht. Die werden da einfach aber so lange sitzen, bis das geht. Ich sag mal so, ab irgendeinem Punkt bringt es halt nichts mehr, ne? Das stimmt. Ich meine, du kannst ihn eine ganze Weile leiden lassen, 3 Stunden oder so. Ist ja kein Ding, aber ab irgendeinem Punkt bringt das halt nichts mehr. Ich sag mal so, wenn die ersten Kinder wieder brüllen, dürfen sie ins Bett gehen. Was, ohne Auflösung? Hä? Ja klar, ohne Auflösung. Damit du das Rätsel nochmal benutzen kannst. Ja. Nice. Ja, das ist echt voll nett von dir. Sehr gut. Vielleicht in der nächsten Nacht oder in der übernächsten? Das ist ein guter Folgenabschluss. Gibt es noch Beleidigungen, die du an Jojo oder Flummi gerichtet einwerfen möchtest? Nicht an Flummi gerichtet, weil Cabern würde es einfach nicht fertigbringen, diesen Schluss zu ziehen, dass Jojo irgendwas gemacht hätte, was ihn verwirrt. Das ergibt Sinn. Ich meine dich als Spieler. Ach, ganz großes Kino. Garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night Venus Garage. Venus Garage. Venus Garage. Venus Garage. Venus. Es ist ja schon anders. In der Runde ist er eigentlich der überwiegende Teil des Spiels NSC-Interaktion, egal was man gerade macht. Deswegen ist natürlich die Maulsperre, die Cabern eine Weile lang bekommen hat, wegen Empathiedefizits und zu dicken Eiern, also die von Jojo, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil was macht Daddy, wenn er nicht mit den Leuten reden darf? Der macht ja im Wesentlichen nichts mehr so. So. Man hat ja gesehen, dass er teils mit Leuten irgendwie dann also Cabern, ne? Dass er mit denen absolut angemessen reden kann. Also Damian, der Aztec-Dude, Gord damals, gut, da hat er nichts gesagt, okay, aber ne, so. Bei der Gang selbst sieht man natürlich wenig Besserung. Das ist natürlich schade. Aber dennoch muss ich mal irgendwann gucken, dass Daddy wieder was zu tun kriegt. Bei der Folge jetzt bin ich unschlüssig mit dem Wuri-Anteil. Da hat er schon mal einen dicken Eier blitzen lassen. Allerdings war es da relativ einfach abzusehen, dass es eh darauf hinausläuft, dass man sich gegenseitig auf die Schnüsse gibt. Glaube ich. Von daher ja, okay. Mal sehen. Jetzt steht hier noch... Nee, Moment mal. Bei der letzten Folge war ich mir nicht ganz sicher. So rum. Genau, das war ja letzte Folge. Gut. Und jetzt nochmal ein Einblick hinter die Kulissen. Flummi ist ja eine dreckige Hure. Hm? Also jetzt auch relativ wortwörtlich, meine ich jetzt. In dem Fall, aber dann doch metaphorisch. Und zwar sagte sie ja, das war hier der Trollis-Einfall, haha, da kann man auf Jojo aufpassen, ja, und dann ist das übelst langweilig und es passiert gar nichts. Aber das stimmt nicht. Es war Flummi, die zu mir kam und ich hätte sogar noch eine verdammte... Nee, egal, ich habe Beweise. Und sagte, das wäre doch eigentlich... witzig, wenn Cabern auf Furio aufpassen muss in Zeiten der Hochschwangerschaft hätte und dann rastet die mal ordentlich aus und dann jetzt die Rangel, also verbales die Rangel, weil die nicht vernünftig ist und nicht, also weil die dann zu viel macht und so ein Shit und was weiß ich. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und Männer, die sind ja immer so schön beschützermäßig unterwegs, da kann man da was starten, das macht mal Attacke. Es ist also, wenn Flummi immer sagt, ja, das hat mir doch der Spielleiter gesagt, das ist doch quasi so gut wie abgesprochen, der hatte das doch mal erwähnt. Ich sag mal, in 70% der Fälle ist es Bullshit. Vertraut ihr nicht. Vertraut ihr niemals. Sonst kommt sie und holt eure Kinder. Und wenn ihr keine habt, dann fragt euch mal, wieso. Die Musik ist von Lamprey mit dem Titel Parasite auf dem Album The Greener Grass und von The Cheese Mites mit Cheese Mile und Peace Garage. Das Videobild ist von Evogimil, die Lust, sehr recht, auch scheiße in der Beschreibung. Und bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Milzbrus.